Rede aber jetzt, wenn ich das bei mir hier. Man sieht so, den Desktop. So kann man das natürlich auch machen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde Landwirtschaftssimulator mit Jamie. Oh. Ja, das war, weil ich noch nicht im Spiel war. Also kleine technische Schwierigkeiten bereiten uns Schwierigkeiten. So. Und die Sämaschine ist wahrscheinlich schon 100-mal wieder fertig, während wir hier keine Ahnung, was eigentlich gemacht haben. Puh. Ja, der Rübenmensch ist wieder fertig. Diese Rübenmaschine ist verteufelt. Und Jamie muss noch mal eben kurz was sagen. Und zwar hat er uns ja beim letzten Mal so eine richtig tolle Sämaschine besorgt. Dafür die alte dann verschleudert. Und was war jetzt noch mal damit? Warum können wir jetzt nicht mehr sehen? Wir können sehen, aber wir müssen vorher grubern, weil der Gruber war in der vorherigen im Prinzip schon mit drinne. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ja, und das hat Jenny einfach überlesen. In der Beschreibung von die neue Gerät. Es ist halt die beste, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass... Naja, egal, auf jeden Fall... Brauchen wir einen Gruber. Genau, wir brauchen einen Gruber. Jupp. Aber der ist ziemlich teuer. Ja, 130.000. Nice. Und wie wir einfach dann hier nichts mehr auf den Feldern machen können. Ist doch schön. Oh, doch können wir. Was willst du pflanzen? Wir können alles pflanzen, was wir wollen. Also Zuckerrüben können wir sogar pflanzen, weil die Pflanzmaschine für die Zuckerrüben hat diesen Gruber wieder mit drinne. Und... Wir haben noch die alte Sämaschine hier rumstehen. Ah, very good. Das wollte ich hören. Das sind gute Informationen. Ich muss nur kurz einen Trecker finden. Was? Wer ist blockiert? Ja, dieser doofe Rübentyp. Ich bin gerade von dem ausgestiegen. Da ach so. Stand ich angeblich direkt in seinem Weg. Ja. Direkt vor ihm. Natürlich. Oh, ich glaube, wir sind einfach in der Woche noch hier zugange. Ja, nicht normal. Das Problem ist auch, wir kriegen niemals nicht Zucker zu sehen. Also keine Zuckerpalette, so wie du das gerne hättest. Solange wir nicht vorspulen. Ach, der Rübenmensch ist doch schon bei der Hälfte. Der ist schon wieder 80% voll. Wow. Lass mal bitte gucken, wie viel Stroh wir noch haben. Nö. Also aktuell gerade nicht. Weißt du... Wir haben jetzt gerade angefangen. Doch, ich gucke gleich, aber Moment mal kurz. Ich muss einmal kurz in Laden. Weil ich muss einmal kurz nach Rabatt gucken hier. Was gibt es denn gerade? Gebrauchtmaschinenverkauf. Den Anhänger haben wir schon. Hoppla. Und keine Ahnung, was dieses etwas sein soll. Na, das ist Zuckerrohrtransporter. Genau. Und das brauchen wir. Sind nur zwei Sachen. Ja, gar nicht. Ja, der Zuckerrohr. Transporter, der... Oh, man kann noch ein paar andere Sachen damit tragen, aber das ist sinnlos, das brauchen wir nicht. Aber da können schon manchmal ein paar nice Sachen drin sein, auf jeden Fall. Naja, hätte ja jetzt zufällig sein können, dass da ein Gruber oder sowas dabei ist. Also ich würde sagen, nice. Wir können uns einen Gruber ausleihen. Das geht ja trotzdem. Mieten meinst du? Ja, aber erst wenn beide Felder abgeerntet sind, oder? Das Feld, wo wir überhaupt die größere Sämaschine für gekauft haben, das ist ja schon fertig geerntet. Und das würde ich jetzt aber eigentlich auch noch mit der alten Sämaschine einfach wieder bepflanzen. Okay, dann mach das. Weil für die Zuckerrüben, für das Zuckerrübenfeld, da haben wir ja eine extra Sämaschine für die Zuckerrüben. Und die... Okay. Der hat das. Okay, go for it. Achso, nee. Guck bitte, ob wir noch genug Stroh haben, weil dann müsste ich Weizen pflanzen. Ja, nein, vielleicht. Moment.
Ich gucke. Schade, ihr habt verpasst, wie ich hier die Autos gewaschen habe. Aber ich habe nur alle Autos hier unten gewaschen. Heißt, muss es auch noch oben machen. So, Moment. Stroh. Um 58.000 Liter. Aber warte mal kurz. 58.000 reichen. Bei den Kühen sind 21.000 aktuell drin. Ja. Aber was ganz heißt Gerste. Ja, aber Gerste gibt doch auch Stroh, oder? Ja, Gerste gibt Stroh. Ja, dann mach das mal. Es kann ja sowieso alles in ein Lager. Genau, das kann alles in selbe Silo. Die Gerste, die könnten wir auch theoretisch den Hühnern verfüttern. Genau, das oder ist das auch zum Mehl verarbeiten. Ja. Das ist eigentlich das Wichtige. Ja, finde ich. Ja, glaube ich auch. So. Oh Gott, der Rübenmensch ist schon wieder voll. Das ist ja mega nervig. Fährst du? Ja, ich fahr. Er ist immerhin schon fast bei der Hälfte vom Feld. Wow. Also. Einfach 2 Stunden später nochmal. So, welche Karre kann ich denn jetzt hier? Das ist halt so nervig, wenn man die Autos alle immer so dahin fahren muss und Bäcker und alles. Aber ich glaube, hier oben ist doch alles sauber, weil wir haben ja jetzt die Landwirtschaft echt einfach nach unten verlagert. Ja, stimmt. Aber wenn du klarkommst, mache ich hier so ein bisschen was. Ja, alles gut. Ich muss gleich mal nachgucken, ob es irgendwelche, zumindest etwas besseren Rübenerntegeräte gibt. Weil ich glaube, das größte Rübenerntegerät hat auch nur einen Ernteteil von, keine Ahnung, 7 Metern oder so. Und ja, das ist nicht so viel, aber es wäre besser als unseres. Das, was wir jetzt haben, ist 3,5 Meter, glaube ich, ungefähr. Ja, vielleicht das war halt alles so teuer, weil das, was wir ja jetzt schon haben, war einfach auch schon so ultra teuer. Also ich schaue trotzdem einfach mal nach. Weil wenn wir das jetzt, ja, jedes Jahr im Spiel machen müssen, das ist ja ein bisschen nervig. Naja, wir wollten ja jetzt als erstes erstmal gucken, wie es überhaupt ist oder was uns tatsächlich der Kuchen einbringt, um dann entscheiden zu können, machen wir ihn weiter. Ja. Was mich halt schon wieder so ultra nervt, ist, ich kriege hier schon wieder gar nichts von den Gewächshäusern mit. Ja. Das ist ziemlich nervig. Das ist mega nervig. Also zumal wir das wissen, wie viel man damit verdient. Wobei, warte mal, hatte Dennis nicht letztes Mal gesagt, dass die das bei einem Update, das ist eigentlich ein Fehler gewesen, dass man mit dem Kohl so viel verdienen konnte? Oder mit den Gewächshäusern allgemein? Hatte er das nicht gesagt? Das sollte, glaube ich, einfach nur ein Fehler sein, dass man den halt tragen konnte. Aber mir war so, als wenn das noch so war, dass er meinte, dass das ein Fehler war, dass man so viel Geld damit verdienen konnte. Dass das ein Fehler war. Weil dann habe ich ja noch gesagt, oh geil, da haben wir uns ja eine goldene Nase verdient. Ja, stimmt. Weil wir das auch einfach haben. Ja. So, ich mache aber trotzdem schon mal Kuchen aktivieren. Auch wenn hier noch kein Zucker ist. Und ich würde auch dann auch gerne runterkommen, sage also Bescheid, wenn der Zucker fertig ist. Mach ich. So. Check mal hier den Preis für Moment, ich bin gerade voll verpeilt. Hier, für Brot. Ja, okay. Einmal. Oh geil, Brot ist ziemlich nice. Gerade. Okay. Das heißt, ich hole das mal kurz. Ja, mach das. Weil da gibt es dann ja auch direkt Geld. Ich versuche gerade zu fahren und der ist einfach komplett unten. Immer wie war das noch? Ja, ist klar. Immer deine Kreise hier. Ja, weil du kannst ja zum Beispiel auch bei der Bäckerei einstellen, dass das dauernd verkauft wird. Kriegt man dann davon auch nichts mit. Weil wir verlieren hier die ganze Zeit Geld. Ja. Aber von den Gewächshäusern müssten wir doch auch die ganze Zeit Geld bekommen.
Ja, eigentlich schon. Das gibt echt nicht. Alles klar. Also es gibt hier eine Erntemaschine für Rüben. Die hat tatsächlich einen Aufsatz, der 10 Meter breit ist. Oi. Aber, das ist ein ziemlich großes Aber, Okay, jetzt kommt's. es hat keinen, und wirklich keinen Tank. Bitte, und wie macht Man man das muss dann? direkt die ganze Zeit Ach, mit einem mitfahren. Anhänger Mit einem mitfahren. Anfänger-Anhänger? Mit einem Anhänger mitfahren. Die ganze Zeit. Immer. Für immer. Und das ist ein Ja, bisschen nervig. klasse. Das sind ja wunderbare Neuigkeiten. Unsere Ja. Zuckerproduktion läuft hervorragend. Ja. Ich stimme dir vollkommen zu. Ja. Aber wir wussten ja schon vorher, dass das nicht einfach wird. Ansonsten, rein theoretisch. Das Problem ist ja nicht nur, dass das Ernteteil nur 3 Meter breit ist. Das Problem ist ja auch, dass der Tank für, was sind 6 Kubikmeter? Ich glaube, 6.000 Liter ist. Es gibt genau die Erntemaschine, die wir jetzt besitzen, als Fahrzeug. Das ist dann ein komplettes Fahrzeug. Ein komplettes Auto. Und der Tank ist ungefähr, ja, 6-mal so groß. Also genau dasselbe als ein ganzes Fahrzeug mit 6-fachem Tank. Glaubst du, das wäre vielleicht besser? Was Meinst du? jetzt? Du warst, glaube ich, noch nicht ganz fertig. Also das mit dem, was genau das ist, was wir jetzt haben, kostet 470.500. Was? Hey, wir brauchen erstmal. Lass uns mal erstmal unseren ersten Zucker, bitte. Ich möchte erstmal Kuchen machen. Ich glaube, mit so einem Stück Kuchen kann man das alles ein bisschen besser verdauen, oder? Ja. Achso, und übrigens, das andere Ding ist noch teurer. Das andere Gerät. Ja. Eieiei, das sind hier Schwierigkeiten. Ja, das ist sogar ein Ticken günstiger, das andere Gerät, aber da muss man halt dauerhaft mitfahren. Tja, nee, nee, danke. Muss nicht. Naja, im Endeffekt ist es ja eigentlich, glaube ich, also wir können ja dann eh nicht vorspulen. Wenn wir all die Arbeit erledigt haben, könnte man das eigentlich einfach so nebenbei machen. Aber es kostet ja auch jetzt viel Geld. Wir kriegen ja jetzt gar nichts davon. Ja, die Helfer sind halt nicht immer so die Schlausten, deswegen ist das ein bisschen schwer. Naja, nee, das mit dem Ernten und daneben fahren, das müssten wir dann schon selber machen. Ja. Aber wer hat denn hier die ganzen Paletten so hier hin und Ich her meine, geschleudert? die Helfer sind nicht so die Schlausten, weil ich weiß nicht, ob die das überhaupt hinbekommen, dieses Rohr dann richtig auszufahren, dass das überhaupt in den Anhänger reinkommt. Ja, aber es kann ja einer von uns dann den Anhänger fahren und der andere die Erntemaschine. Ja. Jetzt sparen wir auch Geld. Ich glaube, das ganze Gerät wäre halt schon besser eigentlich. Ja, wir können mal gucken. Je nachdem, Boah. wie viel wir halt dann jetzt von unserem ersten Kuchen bekommen, werden wir dann ja sehen. Also eine Palette Kuchen ist, glaube ich, der Mindestpreis, den ich manchmal gesehen habe. 10.000. Ich glaube, ich habe fast noch nie den Kuchenpreis unter 1.000, unter 10.000 gesehen. Ja, das ist schon Bedeutet, crazy. ich glaube, der so ein guter Preis für Kuchen sind 12, 13.000 pro 1.000 Liter dann. Vielleicht ist es sogar noch mehr. Ich weiß, ehrlich gesagt, gerade gar nicht. Ja, oh, ich will diesen Fehler wieder zurück, dass ich alles tragen kann. Der war so toll. Muss ich die ganze Zeit überall meinen Gabelstapler suchen? Wo habe ich den jetzt gerade stehen lassen? Keine Ahnung. Ja. Hol mal die Eier und verkauf die auch noch schnell beim Bauernmarkt. Ich meine,
Die Eier müssen in die Bäckerei. What? Ja. Okay. Wir haben da noch Ja. keine Eier drin. Ah, doch, haben wir. Noch ein paar Eier sind da drin. Ich guck mal, ich fahre einfach mal ran, mal Aber gucken. sind nicht so viele drin. Reicht nicht mal für eine Palette Kuchen dann wahrscheinlich. Aber, Also. Ach so, nee, Eier kann man ja nicht auf automatisch verteilen stellen. Das wäre ja schön. Du kleines Ja, das ist. Mini-Auto hier, mach dich mal weg. Hallo? Bitte aussteigen. Gerade fahre ich die Zuckerrüben zur Zuckerfabrik. Schon meckert der wieder, dass er voll ist. Ja. Den Läuft muss ich das? auch dauerhaft hinterher fahren, Boah, ich und dieser Gabelstapler, es ist einfach Hass ey. pur. Dabei fand ich das eigentlich so toll, dass das ein Elektrogabelstapler ist. Huch. Das Geile ist, wir haben jetzt schon, ich glaube, ich muss gleich mal gucken, wie viele Liter Zuckerrüben wir haben. Ich finde diese Mengenangaben in diesem Spiel so toll. Wirklich. Also wir haben. Wir haben schon Moment. ziemlich krass viel. Ja, wir haben sehr viel. Ich glaube. Ich lade kurz aus, dann sage ich mal, wie viel Ich wir glaube, wir haben. könnten sogar theoretisch beim nächsten Mal das Feld mit was anderem bepflanzen. Ja. Könnten wir. Ja, weil also So. wirklich jedes Jahr das jetzt machen. Oh ja, wir haben 109.000 Liter Zuckerrüben. Das ist ganz schön viel. Bisschen. Das ist echt ganz schön viel. Ja, und ich glaube, der Helfer ist jetzt gerade erst bei der Hälfte vom Feld. Ja. Ja, aber da können wir doch erstmal wieder was Normales pflanzen. Das dauert sonst einfach ewig. Wir können jetzt halt die ganze Ja. Zeit auch nichts machen. Ja. Weit vorgefahren. Ich wundere mich gerade schon, weil Eier nicht hier nicht abgeladen werden. Bitte. Eine Lieferung für den Kuchen. So, oh ja. Oh, das ist ganz schön wenig. Ja, hier müssen noch ordentlich Eier rein. Ja. Gut, das heißt erstmal keine Eier verkaufen. So, Erdbeeren machen sich ja gerade noch. Erdbeeren sind nach wie vor verteilen, oder? Ja, ich glaube, das sind schon auch. Ja, da sind schon einige im Gewächshaus, in der Bäckerei. Ja, ist auch. Deswegen fragte ich, ob die noch weiterhin sind. Oh ja. Naja, wir können dann jetzt nur alle Tiere füttern, einmal überall rumfahren. Ja. Vielleicht einmal bei der Mischfuttermaschine. Ich mach gleich noch Futter. Du tust ja Okay. gerade eh nichts anderes als die ganze Zeit da Babysitter spielen für die Rübenmaschine. Ja, ich fahre Rüben. gerade doch ein bisschen. Ich habe hier noch ein bisschen Holz unten stehen. Gerade das fahre ich gerade mal ganz kurz zu unserer Sägemühle. Damit wir einfach, weil die Möbel sind auf automatisch verkaufen. Also ein bisschen Geld bekommt man da Ja, schon. aber wir bekommen gar kein Geld. Was ist denn los mit diesem automatischen Verkaufen hier? Nervt irgendwie total, aber es ist auch einfach zu viel Arbeit, um das jetzt so stehen zu lassen. Da kommen wir ja gar nicht mehr hinterher. So, schön Ja. vorsichtig, sonst gibt es gleich Rührei. Ja, mal gucken. Wir machen jetzt einfach. Lass uns das Feld nicht mit Rüben bepflanzen als nächstes, sondern keine Ahnung, meinetwegen wieder Hirse oder. Du hast ja jetzt bei dem anderen Feld, hast du jetzt Gerste genommen? Um zu Ja, renommieren? Gerste. Ja, dann Ja. meinetwegen wieder Hirse. Ja, oder wir könnten auch was ganz Exotisches machen. Was ganz Exotisches. Könnte das Sojabohnen. sein? Sojabohnen könnten es sein. Denn Wofür Sojabohnen auf so brauchen wir einem die denn? großen Feld. Geld. Die bringen so viel Geld, wenn man die so verkauft. Also, man kann. Ich glaube, mit Sojabohnen kann man jetzt. Die kann man gar nicht verarbeiten, aber. Zum Beispiel 1000 Liter Weizen.
sind meistens zwischen 900 und 1000 wert. Aber so 1000 Liter Sojabohnen sind zwischen 2000 und 3000 Liter wert. Ja, okay. Ich glaube, ich weiß das noch vom... Ich weiß gar nicht, welcher der letzte Teil war, den wir auch mal zusammen gespielt haben. Ja, da haben wir dauernd Sojabohnen verkauft. Ja, da hat man immer Sojabohnen und Raps abwechselnd gepflanzt, weil das die beiden teuersten Sachen war. Und während man das eine halt gerade hatte, ist der Preis von einem anderen wieder gestiegen, weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es hier auch so ist, aber wenn man von einer Sache viel verkauft, dann sinkt der Preis davon. Genau, das war damals so. Das war total nervig. Hoffentlich ist das hier nicht so, aber wahrscheinlich schon. Ja. Wir werden aber ja nicht so oft Soja pflanzen. Ihr lasst uns das doch immer am Wechsel machen. Dass wir, keine Ahnung, 2 Jahre Soja und einmal alle 3 Jahre oder so. Ja. Machen wir dann Zuckerrüben. Ja. Das ist mega nervig. Und irgendwann haben wir vielleicht dann genug Geld, dass wir uns, keine Ahnung, die ganze Map kaufen können. Ach so, und übrigens. Raps ist auch ähnlich viel wert wie Soja. Ich habe extra Soja gesagt, weil... tatsächlich die Einzelkornsämaschine, die wir eigentlich für die Zuckerrüben haben, die kann nur, ich glaube, 5 Sachen pflanzen. Und eine davon ist tatsächlich Sojabohnen, obwohl man Sojabohnen auch mit den ganz normalen Sämaschinen pflanzen kann. Aha. Das ist eigentlich ziemlich praktisch, weil dann könnten... Naja, könnten wir nicht. Ich habe den guten Trecker auf dem anderen Feld angestellt. Ja, okay. Aber wir können trotzdem mit der Direktsaat-Sämaschine Sojabohnen pflanzen. Das heißt, ist trotzdem nice. Okay, mega nice, mega nice. So, ich check nochmal kurz die Gewächshäuser. Ja, wir könnten natürlich auch, wenn wir Raps anpflanzen und uns von welchem Geld auch immer eine Ölmühle holen, Rapsöl machen, ne? Ja, das hatten wir ja eventuell für später mal so im Auge. Da könnten wir aber schon theoretisch immer abwechselnd Raps und Zuckerrüben pflanzen, dass wir beides mal, also jedes Jahr abwechselnd halt mal das haben. Warum haben wir denn hier bei dem einen Gewächshaus Salat auf Behalten? Das ist wahrscheinlich nur ein Fehler, ne? Das ist ein Fehler, ja. Gott, du Rübenmensch, beeil dich doch mal. Okay, ja, es ist irgendwie... Gut, ich habe jetzt hier oben alles fertig. Ach so, was ist mit dem Wasser? Geht eigentlich nicht. Keine Ahnung. Solange wir nicht vorspulen, ist hier halt noch reichlich Wasser drin. Was war das nochmal? Wie viel gehen da rein? 20.000. Guck mal kurz. Wir bräuchten eigentlich halt einen besseren Trecker, weil eine kleine Gurke hier mit diesem riesen Tank ist ein bisschen, ist ein bisschen eine Zumutung. Ja. Los, komm, das schaffst du. Ich komme hier nicht mal um eine Kurve. Was ist mit dir? Hallo? Ja, der hat halt keine Ahnung. Ich glaube, der hat ungefähr 100 PS. Ja, aber das ging doch bis jetzt auch immer, aber hier diese Kurve gefällt ihm scheinbar nicht. Was ist mit dir? Komm, ich schieb mal ein bisschen an hier. Los. Ja, du könnten wir uns mal gucken. Ich glaube, ich könnte nachgucken, ob du meinen Forstwirtschaftstrecker dafür nehmen kannst. Nur weiß ich nicht, ob der genug PS hat für meinen Kram. Ja, gut, also hier wird jetzt erstmal gar nichts bewässert, weil der Trecker kann den keinen Millimeter ziehen. Das ist schon mal very nice. Nice. Also, okay. Ja, next station. Ja, noch derselbe Tag. Das heißt, der Hund ist noch nicht verhungert. Wie sieht's denn mit den Hunern aus? 8000. Glaube ich auch noch relativ okay. Ja, das ist noch ganz gut. So, genau. Dann mache ich eben noch mal meine Lieblingsbeschäftigung. Und zwar eine Mischration. Für unsere Kühe. Yay. Ja, Futti für die Kühe.
Oder hier noch irgendwelche Teile zu sehen sind, die hier drinnen liegen. Huch, ich achte gar nicht auf die Straße. Hallo? Boah, ey, das ist echt krass mit dieser Rübenmaschine. Ja. Kann man einfach irre machen. So, Vorsicht! Hier gibt es keine Straßenverkehrsordnung, wenn wir hier spielen. Ach, diese leblosen Menschen, die hier einfach hin und her laufen. So kleine Roboter. Hallo? Will der mich einfach überholen? Sag mal, geht's noch? Boah, hallo? Was ist er denn? Weißt du? Nur weil ich Was ist hier. Erde? Nur weil ich hier so auf der Mittelspur fahre, will er mich einfach überholen und dann schleudert er den Anhänger hier fast durch die Gegend. Ja, pass mal auf, mein Freund. Ich würde ihn ja crashen, wenn ich selber dann nicht umfallen würde. Ja, Ja, fahr mal davon. die sind irgendwie, das sind irgendwie Betonsteine, wenn man gegen die Autos gegenfährt. Ja, biegt schön Betonsteine ab. mit Betonrädern. Ja. Ich habe schon wieder vergessen, was ich machen muss. Oh nee, und der ganze Parkplatz ist auch noch vollgestellt. Das ist ja sowieso das Beste. So, warte mal, wir kuppeln direkt mal hier ab. Tschüss. So, war das hier noch? Ja. Okay, Reihenfolge war egal, aber irgendwas fehlt hier. Warte mal, ich glaube, Silage. Ja, das ist möglich. Wo war die nochmal? Ah ja. Haben wir Runde oder Quaderballen-Silage Runde. genommen? Runde. So, der Maschine macht weiter. Und was hattest du jetzt gesagt? Ich darf diese Palette mit diesem Mineralfuttergemisch oder wie die heißt, die darf ich nicht Nicht reinfallen reinfallen lassen. lassen. Nö. Das habe ich immer gemacht. Die musst du nur drüber halten. Ah. Deswegen hast du immer so wenig Mineralfutter in deiner Mischration. Weil wenn die Nö. da ganz unten sind, dann bleiben die da liegen und werden nicht genommen. Bei den Ballen, die kannst du reinwerfen. Die sind groß genug, dass sie trotzdem gezählt werden. Okay, ich mache hier. Aber die Paletten nicht. Mache ich schon wieder Breakdance mit dem Trecker. Oh Gott. Vorne auf den Vorderrädern fahren und so. Oh Nee, das Gott. passt jetzt nicht. Dann rasch dich aber aus hier. Gibt es denn irgendein passendes Gewicht, was du daran machen könntest? Ja, gibt es, aber dann müsste ich das ja hier andocken und oh nee, das dauert einfach alles zu lange. So, geht Das doch geht nicht, schnell. sorry. So, was ist eigentlich hier schon wieder los? Also der Bot funktioniert schon wieder nicht. Aber die Quantum ist da. Und ich sehe schon wieder gar nichts. Hey, Big ist am Start. Cool, dass du reinschaust. Aber unser, weißt du, wir streamen ja schon eine Weile, unser Bot, der sollte alle 15, 16, 17, 18, 19, 20 Minuten sollte der irgendwas posten. Aber der schläft einfach schon wieder. Hey Big, wie geht's dir? So, es ist einfach, ich quäle mich hier schon wieder ab. Das Teil, also mit dem Gabelstapler, ja okay, das ist nochmal eine Sache. Aber hier mit diesem Treckeraufsatz, dann hast du hier noch so eine Türme gebaut, weil du so viele von denen hier hingestellt hast. Yay. Genau, ich bräuchte nämlich eigentlich ein Gewicht für hinten. Jedes Mal, Ja. wenn ich dann hier auf dem Parkplatz fahre. Die normalen Ballen kann ich aber einfach reinschmeißen, oder? Ja, die Bahn kannst du reinschmeißen. Oh nein, So. nein, oh nicht. Hallo? Güter. Ah, perfekt. So ist Güter. Okay. So. Warte mal ganz kurz, bitte. Nö. Moment. Hallo? Magst du mich da kurz reinlassen, bitte? Oh, nein. Hilfe. Oh, ich gewöhne mich gerade an die Steuerung. 100 Wollen Sekunden. 100 Sekunden. Ja, außerdem kommt gleich wieder Helfer, keine Ahnung, EFGHIJK. Mein Tank Echt? ist voll. Ja, darum kümmere ich mich gleich.
So, Big schreibt mittlerweile wieder etwas besser. Danke, wie geht's euch? Das ist schön zu hören, Big, auf jeden Fall. Also weiterhin gute Besserung, erhol dich gut. So, ne? Oh, Ellenbogen gestoßen. Oh, fiese Nummer. Ja, tu mal so, als ob du Mitleid hast, weißt Was? du? So, nun mach da fertig das Gewicht Ja, dran. jetzt hast du ein Gewicht dran. Ja, uns geht's auch gut, Big. Das Hier. wiegt 750 Kilo. Ich guck mal, wie viel die Ballen wiegen. Danke sehr. Was halt so mega nervig ist, ich will eine perfekte Mischration machen. Das bedeutet, ich muss den hier öfter mal wieder hängen lassen, um mich hier anzukoppeln, weil ich das ja sonst hier von außen nicht sehen kann. Ah, Deswegen habe ich mir verstehe. das Gewicht nicht geholt, weil ich das tierisch nervig finde. Ja. Namen, Franz Josef. Hi. Schön. Schön, dass du reinschaust. So, ich war jetzt aber gerade noch gar nicht fertig. Was habe ich noch gesagt? Ja, uns geht's gut, Big. Bei uns geht's gerade wieder los mit dem zweiten Sturm hier. Außen geht's schon ordentlich ab wieder. Und der soll ja noch schlimmer werden als der Sturm vorher, aber toi toi. Was habe ich jetzt schon reingemacht? Hier war ich gerade bei. Was sind das hier? Was ist das? So, Ja. welche hiervon sind das? Ja. Ja, wir haben auch viele Empfehlungen. Hallo? Ich hin. Aber es ist gut mit dem Gewicht. Also besser. Sonst wäre ich jetzt Ja. schon wieder. Ja, das Gewicht, ich glaube, die meisten Probleme hattest du, glaube ich, bei den Silageballen, oder? Ja. Weil die wiegen mit Abstand am meisten. Die wiegen 680 Kilo. Und das Gewicht wiegt 750 Kilo. Das heißt, Gewicht schwerer als Ballen Nee, und warte. Gewicht schwerer als Ballen gut. Warte, Moment, Moment. Quatsch, die Silage habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Ich habe das Mineralfutter gemacht. Also So, ist das auch jetzt. so schwer? Ja, jetzt aber nochmal zu Big. Wir haben auch einige Empfehlungen bekommen bezüglich Mods und so und werden da auf jeden Fall mal reinschauen, weil gibt ja mega coole Sachen. Zum Beispiel fürs Gewächshaus soll jetzt kommen ein Update. Ich habe jetzt aber gerade den Namen nicht parat. Der hat schon so richtig coole LKWs gemacht, wo man auch alle Tiersorten und auch doppelt gestapelt voll viele davon und so weiter machen kann. Habe ich mir letztens ein Video zu angeguckt und der updatet die nochmal, dass man sogar die ganzen Sachen aus dem Gewächshaus da ein- und verladen kann, ohne dass man das mit einem Gabelstapler machen muss. Ja, das ist praktisch. Das wäre schon ultra nice. Das ist hier Präzisionsarbeit. So, und jetzt einmal checken hier. So, drei Däumchen, Leute. Vielen Dank. Ich sehe das immer alles wirklich erst viel später hier. Obwohl, ich bin aus dem YouTube-Studio raus. Okay. So, wie sieht's denn aus mit der Silage? Hat das jetzt besser funktioniert? Oder hat das Gewicht nicht viel daran geändert? Also, ich habe schon ein bisschen gewackelt, aber ist okay. Okay. So, Jamie sollte mich aus seiner alten Klasse kennen. Jamie. Echt? Okay. Also an den Namen Franz Josef aus meiner alten Klasse kann ich mich nicht erinnern, aber. Ja, guck, und ich mache schon Okay. wieder. Warum kann ich mich überhaupt ankuppeln, wenn dieses Gewicht da dran hängt? Why? Mit dem Gewicht zu. Ja, habe ich gerade gemacht. Es hat hier gerade ein bisschen sehr lustig ausgesehen. Oh, hallo, wie mache ich jetzt hier Hilfe? Ja. Nächstes Gerät auswählen. Bitte. Ja, okay, ich meine, wenn das dann halt nur 70% gefüllt ist, dann. Dann ist das für mich auch okay. Ich meine, dieser Rübenmensch, der ist ja eh erst in 100 Jahren fertig mit Ernten. Ja, das stimmt, das dauert noch ein bisschen. Hört der Rübenmensch. Was? Ich habe einfach Was? komplett Grütze hier drinne. Okay. Silage? Viel zu viel. Zu viel Silage? Was? Nee, warte mal, was? Ich muss mal kurz was. Also, das erste ist Heu. Was ist das zweite? Silage. Ja, Silage auch viel zu viel. Oh, ich muss mal kurz Chat lesen.
Silage hast du zu wenig. Ach so, stimmt, zu wenig. Rot ist ja zu wenig. Ja, ich bin gerade so ein bisschen lost. Und sonst? Oh, es geht auch mit Holz. Ja, also es sah sehr interessant aus und ich finde, er hat es auch richtig cool gemacht, um ehrlich zu sein, mit den, so überhaupt die Anhänger und dies, das, was der da so gemacht hat. Dafür, dass das halt, das ist ja ein Hobby, ne? Diesen ganzen Mod-Kram machen. Und werden wir uns mal überlegen. Das ist dann jetzt wieder so Millimeterarbeit. Was ist das Letzte dann? Mineralfutter. Mineralfutter. Mineralfutter ist zu viel. Ja, dann aber wenn du dann Silage noch einen Ballen reinmachst, dann gleicht sich das wieder aus. Ja? Ja, Verhältnis und so Gedöns. Okay. Ja, Bick schreibt auch gerade ein Heu, ein Gras und zwei Silage oder so war das in der. Also, ich habe das hier auch mal besser hinbekommen. Das liegt ein bisschen daran, dass Jamie hier einfach eingekauft hat und ich komme da eigentlich besser mit klar, wenn ich das einfach dann erst fertig mache. Und hier liegt nicht so viel Kram herum, weil hier liegen jetzt die Quaderballen und die Rundballen und ich habe irgendwie gar keine Ahnung mehr. Ja, es ist halt, ich weiß nicht, ob das vorher so war, aber die Quader und Rundballen haben unterschiedliche, wie heißt das? Liederangaben? Ja, verschiedene Mengen. Was ist hier los? Ach so, Paul, hi. Ja. Wow, hi Nightbot. Nightbot ist ja doch noch Wow, nicht Nightbot ist auch da. erledigt. So. Big schreibt für Kühe, aber für was macht ihr Futter? Ja, Kühe. Ja, für die Kühe. Nur in dem Teil muss noch so eine Palette Mineralfutter rein. Und das ändert das dann auch noch mal ein bisschen. Okay, ja, dann. Hallo Paul. Und? Klitzekleine Frage nochmal. Den kompletten Rundballen jetzt nochmal reinschmettern. Ja. Dann tschüssi. Ich hasse es. Das, also, wenn es etwas gibt, dann ist das dieses hier. Ich meine, hätten wir eine Million locker, ja, hätten wir auch schon den großen Kuhstall. Da geht das ja alles easy peasy, aber wir wollen ja Ja. unbedingt unseren Kuchen backen. Ja. So, ich check nochmal. Ich habe immer noch zu viel Mineralfutter. Noch? Ja, aber meckert er jetzt, wenn ich damit den Kuhstall fahre? Wir probieren es mal aus. Ja, nein, er meckert. Es muss das richtige Verhältnis sein, sonst geht's nicht rein. Also es Sonst würde füllt noch er nur mehr die Heu anderen Sachen gehen. einzeln rein. Es würde noch mehr Heu gehen oder Silage. Ich würde sagen, dann mach noch mal Heu. Ja, ich mache einfach eine halbe Stunde nichts anderes, als wie diesen blöden Anhänger zu befüllen. Ja, wir haben schon einen riesigen Hof, Big. Ich kann dich ja gleich mal rumführen, wenn ich denn endlich mal hier so weit bin. Das Problem ist ja, was ist mit dir los? Ach so, ich fahre hier die ganze Zeit gegen das Gewicht. Das Problem ist ja, wenn ich dieses Verhältnis nicht richtig mache, dann sagt er mir gleich, obwohl mein Anhänger voll ist, dass da kein Futter drin ist. Nee, das macht er nicht. Er füllt nur die Zutaten einzeln rein. Also er würde dann zum Beispiel 7000 Liter Heu da einzeln reinfüllen. Dann noch ein bisschen Stroh einzeln. Die Nice. Silage kommt einzeln rein. Und das Mineralfutter bleibt im Anhänger drin. Also, ja. Aber ohne Gewicht einfach lost hier. Sorry, Naja, aber ohne Gewicht es. ist nervig. Ohne. Nein! Ich glaube, ganzer Ballen ist schlecht. Kollege. Mach nicht diesen jetzt. Mach nicht diesen Abflug. Bisschen muss da aber jetzt noch rein. Ja, es läuft richtig gut. Ach, Big spielt auch Landwirtschaftssimulator. 22. Hallo? Ah, okay, ich glaube. Ich glaube, hier geht nichts mehr. Bitte entfernen Sie sich von dem Anhänger. Bis. Du kannst auch erkennen, je nachdem, ob das Zeug da drinne so dunkelbraun ist. Also wenn es Ja, so ist dunkelbraun dunkelbraun. ist, gut, dann ist es nämlich die Mischration.
Ja, Also sehr gut. dunkelbraun ist es nur, wenn es, glaube ich, die fertige Mischration ist oder wenn nur Silage drin ist. Ja, ich möchte bitte festhalten, die nächste Ladung machst du. Okay. Ich schaffe das Und einfach wenn. nicht zweimal hintereinander, sonst muss ich leider das Spiel ausmachen. Das geht leider nicht. Liegt nicht im Rahmen der Möglichkeit. So. Ja, wir haben hier ja fast, ja, man könnte sagen, zwei Höfe. Ja. Mittlerweile. Ja. Und auf welcher Map spielst du, Big? Achso, du hast 2019 lange gespielt. Ja, wir haben das auch komplett gesuchtet. War Ja. das denn 1903? Ja, war es, ne? Ja, war's. Haben wir auch. Also mega nice. Aber auch nicht nur den. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir beide haben erst zusammen den 19er gespielt, aber ich habe vorher auch schon den 17er gesuchtet. Jamie hat ja extra ein Lenkrad für einen Landwirtschaftssimulator. Ja. Naja, Paul, es gibt schon viele Sachen, die hier definitiv besser sind. Ohne Frage. Also Ja, ich. das stimmt. Ich finde es halt nice, dass man hier halt so alles irgendwie weiterverarbeiten kann. Das ist halt ziemlich geil. Ja, genau, die Weiterverarbeitung erstens ist schon ziemlich geil. Und außerdem wäre jetzt so dieses Außendesign, Straßen machen, dies, das, das ist hier auch einfach viel cooler und dass man Zäune platzieren kann. Hier zum Beispiel ist unsere Schreinerei. Da, das macht Jamie einfach mal nebenbei, wenn Langeweile ist. Im moment ist das nicht so, weil dieses Rügenfeld einfach schon seit 180 Millionen Jahren abgeerntet wird. Aber ja. Okay, aber dann, ich mache gleich mal eine kleine Rundführung. Ich muss das eh noch nicht einladen, das Kuhfutter. Ich wollte es nur schon mal vorsorglich erledigt haben, weil ich ja gerade nichts machen kann, wegen eben erwähnten Rübenfeld und so weiter. Ja, das Riemenfeld kannst du gleich auch einmal zeigen. Also das ist. Es ist halt ein bisschen groß und die Erntemaschine ist ein bisschen sehr klein. Also, Big, wir haben hier unten, also warte mal, erstmal auf der Map. Ich weiß ja nicht, ob du die Map kennst. Das war eine Mod-Map. Er spielt auch auf der Map, hat er geschrieben. Ach so, okay. Ja, aber stimmt, genau. Das war eigentlich eine DLC-Map aus dem 19er Teil. Genau. Und Und jetzt gibt es sie uns, halt auch hier. ja, und uns gehört praktisch Feld 4 und Feld 3. Und auf Feld 4 pflanzen ja aktuell Rüben. Und auf Feld 3 bislang immer Hirse oder irgendwas, was wir halt für die Hühner oder so brauchen. Denn wir haben, aber da komme ich gleich vielleicht zu. Also hier ist die Getreidemühle, da hinten einfach nur ein Lager. Hier ist unser Kuhstall. Also das ist praktisch das Land von Feld 4, wo wir, also hier ist eigentlich der normale Bauernhof. Und wir haben dann hier so angebaut und hier dann jetzt noch die Zuckerfabrik und sowas hingebaut. Und ich habe das halt ein bisschen dekoriert mit Wegen und Bäumchen. Und man kann hier halt raus zur Schreinerei. Und hier kann man ins Heulager. Brauchen wir auch für die Kühe. Und hier ist die Molkerei. Die brauchen wir für die Butter, die man auch für den Kuchen braucht. Genau, und aber momentan, weil wir schon ultra viel Butter haben, machen wir da hauptsächlich Käse. Genau, einfach um jetzt erstmal Geld zu verdienen. So, ich muss noch mal kurz gucken, was Big geschrieben hat. Es ist auch vieles komplizierter. Zum Beispiel. Ja. Ja. Also im Endeffekt ist es ja auch irgendwie der Geschmackssache, wer überhaupt was im Landwirtschaftssimulator spielt. Weil du hast Ja. ja so viel Auswahl. Du kannst ja gar nicht alles auf einmal auf einer Map machen. Ne? Du kannst entweder, du machst eine Pizzeria und machst, was die verkauft oder keine Ahnung, aber alles auf einmal, es geht einfach nicht. Wir sind hier schon ziemlich am Schwitzen, muss ich sagen, weil Kühe ultra anstrengend. Oder, Jamie? Yep. Und ja, aber ich gehe nochmal eben jetzt hoch, weil das hier, das gab es praktisch alles vorher gar nicht auf dieser Map. Ich habe einfach hier von diesem Straßenende, wo es hier runter geht, dann weitergebaut. So sieht das dann aus.
Und hier oben sind dann unsere Hühner. Das ist hier dann der eigentliche Bauernhof, den ja jeder kennen dürfte. Hier sind unsere Schafe. Und hier ist die Spinnerei. Die Wolle geht in die Spinnerei. Spinnerei verteilt es direkt in die Schneiderei. Und dann fahren wir die Kleidung weg, wenn wir dann hier den Preis abgecheckt haben, wie gut der ist. Und hier haben wir noch unseren eigenen Bauernmarkt, wo wir dann eigentlich vorher noch das ganze Gemüse weggebracht haben. So, jetzt muss ich aber mal Luft holen hier. Ja, wir spielen normalerweise auch im Vorspulmodus, Big. Und auch Also. mit ein Tag pro Monat. Aber Raps dauert 3 Monate. Das ist dann sogar noch was recht Schnelles. Weil Ja. zum Beispiel die Hirse, die braucht ein halbes Jahr. Die Zuckerrüben haben ein ganzes gebraucht. Ja. Und die Rüben sind sowieso komplett lost. Auch zum Abernten und alles. Also unsere kleine Minimaschine, die zeige ich gleich nochmal. So, hier steht dann die Bäckerei und dann bin ich eigentlich auch durch. Denn die Bäckerei, das ist das, was wir hier eigentlich, also man verdient natürlich mit allem Geld, wenn man es richtig verkauft mit der Kleidung und man kann auch einfach die Wolle verkaufen oder keine Ahnung. Aber wir wollen eigentlich, das ist jetzt noch unser größtes Ziel aktuell. Also Zucker war, glaube ich, mit am schwersten. Wir möchten diesen Kuchen hier machen. Ja, der Und braucht gefühlt alles. die Produktionsketten sind absolut mega geil gemacht, finde ich. Und auch, dass du halt, wenn du Zeit hast, kannst du die Paletten selber fahren. Also bei zum Beispiel jetzt hier das Mehl auf den Paletten oder die Butter oder was du willst. Oder wenn du sagst, okay, gar keine Zeit gerade, muss irgendwelche anderen Sachen machen, dann kannst du es halt stellen, dass es sich automatisch verteilt. Finde ich schon richtig cool. Raps, ja, wir bauen jetzt eine Runde Als nächstes bauen wir Sojabohnen. Sojabohnen an, ja, genau. Aber auch nur, weil wir die Sämaschine da dafür haben gerade. Das ist ja, was hast du jetzt noch gerade erzählt? Ach, genau, der Kuchen. Der Der Kuchen. Kuchen ist halt wirklich gefühlt das schwerste Rezept im Spiel, weil das einfach 6 Zutaten braucht. Genau. Oder sogar 7. Genau. Und es gibt halt eigentlich nur 3 solche Sachen, die so einige Sachen brauchen. Das ist Kuchen, das ist Müsli und das ist Schokolade. Ja, stimmt, Müsli, da war doch noch was. Ja. Müsli ist eventuell noch etwas anderes, denn hier eigentlich, wo dieser Wassertank steht, wäre noch Platz für eine, was auch immer, Produktionsstätte oder ein Kein Müsli. Laden, irgendwas. So, war ich hier schon? Das ist hier halt alles nur Deko. Das Und Ding das war's. Ja. ist halt, Müsli braucht halt nur 4 Sachen, aber dafür sind das mega aufwendige Sachen. Erstmal Hafer, das geht noch. Dann Honig, geht an sich auch noch, aber dann kommt auch noch. Ich hab's vergessen. Rosinen. Oh, Rosinen. Für Rosinen braucht man erstmal Trauben. Müsste man anbauen. Das wäre auch kein so großes Problem. Allerdings ist das Platzieren von diesen Plantagen sehr nervig. Okay. Weil man, also diese Plantagen sind halt so rein von diesen Zäunen, wo die dran wachsen. Und man muss jede Reihe einzeln platzieren. Ja, ist so ähnlich wie bei den Und das, Weintrauben. das, ich meine ja auch die Weintrauben. Ach so, okay, sorry, habe ich gerade nicht aufgepasst. Hey, wo ist denn hier der Gerät? Der Gerät. Ja, der große Trecker. Warum laufe ich hier zu Ja, Fuß? Ähm, der kümmert sich gerade um das Feld hinten. ach so, okay, switch mich mal eben durch. Ah ja, hier. Das ist der Gerät. Ach so, der macht gerade das hier. Ich wollte aber dann eigentlich, dann switch ich mal kurz zur Rübenmaschine. Nein, Nee, keine. nee, die Weintrauben, die muss man nicht am Hang bauen. Nee, muss man nicht. Nicht, dass ich wüsste, jedenfalls. Nee, also ich glaube, das beeinflusst das nicht, ob Hast du schon das mal welche in. gemacht? Also ich wollte auf der französischen das mal ausprobieren, aber wir sind halt Ja. gar nicht dazu gekommen, weil jeder, der halt Landwirtschaftssimulator spielt, der weiß halt, dass es so ein. Das dauert alles ein bisschen länger. Man kann hier nicht mal eben auf die Schnelle was erledigen. Hier
Schaut mal, jetzt gerade bin ich in der Rübenerntemaschine und die ist echt ein Witz. Also Feld 4 ist einfach so gigantomanisch. Der Ja. fährt zwei Reihen mit diesem kleinen süßen Schneidwerk hier Und ist voll. und ist voll und muss die Ja, ganze Zeit ausgeleert drei werden. Reihen, eine halbe. Ja. Deswegen können wir aktuell halt die Zeit nicht vorspulen, weil es einfach gar nichts bringt, bis das Feld abgeerntet ist. So, Paul schreibt gerade, er wollte das auch schon mal ausprobieren. Ja, ist halt erstmal diese ganzen 3000 Geräte, die man dafür braucht, weil da braucht man so viele Geräte für und dann auch noch spezielle Trecker, die schmal genug sind und sowas alles. Ja, aber im Und dann halt auch noch Endeffekt. das Platzieren von den Plantagen. Ja, aber im Endeffekt, wenn du halt nur das machst, dann kann man sich vielleicht von Anfang an gut darauf spezialisieren. Wir würden ja jetzt auf der französischen Schwer. Map auch nur das machen. Ja, also Und dann wenn machst man du einen damit anfangen Bauernmarkt und will. verkaufst Saft. Ja, also das, was man braucht zum Abernten, dazu gibt es nur eine Maschine. Glaube ich zumindest. Und die kostet alleine schon eine Viertelmillion. Ja, sind ja Peanuts. Ich glaube, ja. Ich glaube, alles zusammen kostet dann. Ja, wenn man sich einigermaßen gute Sachen holt und dann noch gute Trecker dafür, kommt man locker auf eine halbe Million. Vielleicht eine ganze. Ja, aber das war ja mit den ganzen Rübensachen auch so. Da haben wir ja auch irgendwie, keine Ahnung, fast 500.000 ausgerechnet oder sogar noch mehr, bis wir das alles haben. So, bitte. Bitte fahren Sie. Ist die eingeklappt? Ja. Ich finde den Trecker einfach so nice. Der ist einfach ultra lustig. Den haben wir einfach für, ich glaube, weniger als die Hälfte hier bei diesen Schnäppchen mal geschossen. Ach nee, die waren ja im Laden. Hier, da gibt es ja diese Tagesangebote. Und dann gab's den da mal. Wir wollten uns Ja. eigentlich einen holen, weil wir brauchten einen mit mehr PS, um, ich weiß gar nicht, für welche Sämaschine das war. Und Für dann, die Rübensämaschine. ja. Und jetzt haben wir hier einfach so ein riesiges, ich meine, gut, eigentlich keinen Platz hier auf den Straßen für so ein Teil, aber trotzdem cool. So, alleine das Spritzen dauert ewig, sagt Paul. Ja, wir haben das halt noch nicht ausprobiert. Ja, Big, wir haben Jahreszeiten an, aber der Schnee ist aus. Ja. Man sieht schon so ein bisschen so Herbst und so zwischendurch, aber der Schnee ist aus. Ja. Weil da hatten wir einmal einen Bug, dass auch zum Beispiel im Sommer überall auf den fernen Bergen alles weiß war. Trotzdem. Der ist Und dann alles. praktisch nicht mehr weggegangen. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile gefixt haben oder ob das immer noch ist, aber es hat irgendwie einfach so genervt. Auch auf den Bäumen und auf dem Gras war überall noch Schnee, praktisch dann das ganze Jahr über. Auf dem Gras so ein Frost, auf den Schnee, ja, so wie es halt so ist, wenn es alles vollgeschneit hat. Und hinten die Berge, da waren gar keine Bäume, gar nichts mehr zu sehen, das war einfach alles weiß. Ja. Und das war mega nervig. Deswegen haben wir einen neuen Spielstand angefangen und haben das direkt ausgelassen. Aber ja, die Jahreszeit so an sich wechselt, nur halt ohne diesen richtigen Schnee, den man hier anmachen kann. So. Bitte, Rübenmaschine. Ja, es ist nicht mehr so viel. Ich glaube noch ein Drittel oder ein Viertel vom Feld. Es dauert Ich nicht mehr könnte eigentlich so das, lang. wovon wir jetzt eigentlich die ganze Zeit geredet haben. Wir haben nämlich schon, zeige ich euch aber, warte mal, ich weiß halt nicht. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich hier so durchswitche, ach, hier ist aber der andere Gabelstapler. Wenn ich hier so durchswitche, brauche ich einfach fühlt länger, als wenn ich da hinlaufe. Deswegen laufe ich hier manchmal so ein bisschen verpeilt durch die Gegend. Aber wir haben ja unten schon Honig platziert. Ich habe schon angefangen. Das Problem ist, man kann auch nur eine Abladefläche für Honig machen. Sprich, da muss eigentlich immer ein Gabelstapler stehen, dass man dahin fahren kann. Was ist das denn hier für ein Anzeigefehler? Hey, hier ist ein Huhn ausgebüxt. Wie? Er steht Was? hier neben dem Lager. Gibt's sowas? Möchte ich jetzt. Hallo? Hallo?
glaube, das ist nur ein Anzeigefehler. Ja, der geht einfach gerade durch die Wand. Geiles Huhn. Das ist einfach OP. Richtig geil. Jo, Leute, danke für 5 Däumchen. Danke. Mega cool. Freuen wir uns. Und wer auch immer noch da zuschaut. Sehr geil. Richtig cool. Okay. So drüben, Mensch, beeil dich mal. Ja, bitte. Beeil dich drüben, Mensch. Ich habe die ganze Zeit gemeckert, dass ich die ganze Zeit nur Wolle verladen habe. Weißt du, jetzt bitte, ich will wieder Wolle verladen, bitte. So, ich habe das dann so gelöst. Also hier, man kriegt praktisch immer nur diese eine Palette Honig und dann fahre ich die schon immer hier rüber, damit wir halt überhaupt mal auf unseren... Weil wir das nämlich tatsächlich mit diesem Müsli, was Jamie gerade da erklärt hatte, irgendwie mal vorhatten. Ja. Oh nein, der Honig backt schon wieder. Oh, dieses Spiel, ne? Also so ein bisschen buggy ist hier dann aber noch, ne? Ja. Also ich habe übrigens gerade nochmal nachgeguckt. Müsli braucht Hafer, Honig, oh nein. Rosinen und Mais. Wir haben gerade gar keinen Moderator im Chat. Und deswegen wird Bigs Nachricht jetzt, glaube ich, nicht veröffentlicht. So, das denn? Bitte? Kannst du machen, ja. Einfach nur bestätigen, dass man die Nachricht sehen kann. Da steht ja nichts Schlimmes. Ich kann es lesen. Bitte? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich kann nichts sehen. Ja, weil ich habe ja den YouTube-Kanal auf. Ach gut. Eine Nachricht von er hat geschrieben, töte es, bevor es Eier legt. Er meint das Huhn, aber das ist ja nicht schlimm. Aber es gibt hier so eine Grundeinstellung von YouTube und ich denke mal, boah, bin ich jetzt extra mit diesem Gabelstapler hier runtergefahren, um festzustellen, dass ich diese blöde Palette hier nicht hochkriege. Fakt. Es ist doch... Nein, brauchst du nicht. Okay, danke. Ja, hast ja gesehen, Big, das Huhn, das war dann wieder weg. Das ist einfach OP und kann einfach durch Wände gehen. Ja. Oh, es ist wirklich, das Spiel ist toll, und aber wenn, da gibt es dann irgendwas, worüber du dich aufregen kannst, sowas wie das hier gerade, ne? Pack diese blöde Palette hier einfach fest. Ist doch blöd. Ist doch blöd. Und ich habe das hier so schön gemacht. Och, Menno. Es nervt. Hat die eigentlich schon... Wie lange steckt die da schon fest? Ja. Ah, guck mal. Das ist ja... Huch. Hallo? Entschuldigung, bitte. Ich muss... Alles, ich habe alles unter Kontrolle. Ich sehe gar nicht, was du machst. Ich mach hier gerade Kopf gar nichts mit dem Gabelstapler. Oh, es ist ja mega nervig. Ja, so viel zum Müsli. Ja. Ich vermute, wenn ich die Ladefläche jetzt verkaufe, dann bleibt die Palette einfach da drauf liegen und ich kann es nur nicht platzieren wieder, oder? Gut möglich. Schade, dass das so viel wiegt, sonst... Aber, weißt du, vielleicht sollten wir für solche Sachen einfach mal diesen Mod ausprobieren, dass man einfach alles tragen kann. Das wäre doch nice. Stimmt, dafür gab es auch eine Mod-Folge, die wär auch ganz praktisch. Da sagt Paul das auch gerade schon. Ja, das hat uns ein Zuschauer beim letzten Mal nämlich schon gesagt. Es gab ja den Fehler am Anfang, dass man das sowieso machen konnte. Weiß ja nicht, wer gerade... Zumindest die Paletten von den Gewächshaussachen. Alles, was unter 200 Kilogramm gewogen hat, konnte man tragen per Hand. Und jetzt wurde es halt nach dem Update alles erhöht, deswegen geht das nicht. Honig hatte aber auch vorher nicht dazu gehört. Honig ist aber ganz knapp. Ja, aber ist doch blöd. Hier ist ja schon, die ganze Palette ist ja schon voll hier. Wie haben wir das denn sonst immer, wenn uns der Kohl runtergefallen ist, wie haben wir das sonst immer gelöst? Kann ich da einmal kurz rein? Ich gucke mir das mal an. Ja. Und ich guck mir das mal an, wie Jamie das macht. Das ist nämlich immer so lustig. Ja, da guckt nicht mal was von der Palette raus. Also. Doch, hier von dieser Seite. Von welcher Seite? Nee, doch nicht.
Ach so, nur wenn man da reinfährt. Ja, weil das zittert wieder so rum. Wir zeigen erstmal hier alle Fehler im Spiel. Ja, ist halt so. Nicht, nein. Kannst du bitte zwischendurch gleich die Rüben entleeren? Den Rübenmenschen. Wo steht denn der Anhänger? Da. Natürlich wird erledigt. Bist du denn wieder zu Hause, Big? Mittlerweile und kannst dich zu Hause erholen? Wollte ich noch fragen. Also ehrlich, ich mach fünf Kreuze oder wie sagt man das, wenn dieses Rübenfeld hier abgeerntet ist? Was? Oh, Ich will vorsicht, nicht Crash. zufällig sprechen. Oh, meine Güte. Was man nicht alles macht für diesen blöden Kuchen. Ja, Big ist zu Hause. Das ist cool. Das ist super. Ich glaube, Daddy streamt auch immer noch auf seinem Lego-Kanal. Er hat irgendwie heute Nachmittag angefangen mit seinem Lego-Stream. Und ich war vorhin kurz da und habe aber gerade gesehen, dass er noch live war, als wir gestartet sind. Lohnt sich das überhaupt schon, den leer zu machen? Ja, das ist ja nur so ein Mini-Anhänger. Wo ist eigentlich aktuell gerade der große? Der steht da an der genau derselben Stelle, auch vor der Ach so. Zuckerfabrik. Ja, weil den bräuchte ich ja dann nicht jedes Mal zurückfahren. Jetzt müsste aber doch tatsächlich mal unser Zucker hier fertig sein. Wie viel Zucker ist denn fertig? Du willst ihn rüberfahren, dann? Ja. Gabelstapler? Der Gabelstapler ist ja jetzt beim Honig. Wie viel ist denn da drinne? Ich kann nicht aussteigen, sonst bricht er das Entladen ab. Dann guck gleich, Und wenn wir der möchten fällt. uns jetzt unbedingt entladen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir wohin müssen? 1000. 1000, ja. Naja, dafür, dass die Zeit halt so extrem lahmarschig ist. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Kannst du mit dem größten Trecker, den du schnell finden kannst, zu mir kommen und einmal hinten gegen mich gegenfahren? Selbstverständlich. Vieles Dank. Anhänger lässt du am besten stehen. Sehr gut. Ja, das wäre sonst auch Einmal nicht gegangen. bitte von hinten. Von hinten. Ja, ich habe verstanden. Ah. Weiß noch nicht, ob ich das hinbekomme hier mit dem Gerät. Hallo? Ja, Vorsichtig? da drehen. Vorsichtig? Ha! Oh. Ganz von hinten von der Straße einmal gerade herfahren. Ja, oh ja, das ist gut. Ja, fahr weiter. Nee, nee, fahr weiter gegen mich, fahr weiter gegen Ja, mich. ich wollte erstmal Bleib noch an mir, Anschwung bleib an holen. mir, bleib an mir. Bleib bei mir. Fahr. Wie bescheuert einfach. Ja. Also die Palette schiebt sich. Ja, aber toll, was bringt uns das? Sie schiebt sich da jetzt nur runter und dann spawnt da gleich die nächste, weil da ja keine Ahnung, wie viel die da Honig sein müssen. Oh, jemand hat seine Arbeit erfolgreich beendet. Was? Nee, der hat sie nicht erfolgreich beendet. Der hat sie unten sehr unerfolgreich beendet. Hallo, bitte kommen Ja, Sie ich wieder glaube, hier. das bringt nichts. Nee, 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 nee. Jetzt, fahr, los, los. Ja, chill mal. Gerade einfach fahren. Nicht. Ja, jetzt. Ja, Kommst du überhaupt noch drunter? fahr weiter, fahr weiter. Ja, das ist, Ja, was man fahr im noch. Landwirtschaftssimulator machen muss, wenn die Paletten mal wieder festbacken. Gott. Ja. Aber die Ja. bewegt sich gerade irgendwie gar nicht mehr. Ja, doch, doch, alles gut. Das sieht nur so Fahr. aus. Bleib die ganze Zeit jetzt an mir. Bleib die ganze Zeit jetzt an mir. Nicht wegfahren, nicht wegfahren. Oh, ja. Oh nein, nein, nein. Das war ich. Sorry. Ja, hoch. Sie ist fast raus. Yay, Doch, sie ist Leute, wir haben es draußen. geschafft. Yay, Oh Party. Gott. Magst Alter. du die wieder zurückfahren? Ich muss kurz einen Rübenmenschen Hallo, neuen bitte einstellen. hier stehen lassen. So,
versuche ich gerade. Ja, hab seinen Stream offen. Der ist halt, ja, der ist schon den ganzen Tag am Lego bauen. Aber ist ja auch super. Vielleicht die Bienenstöcke verkaufen und woanders neu aufstellen. Ja, ist, wenn das jetzt noch öfter passiert, dann mache ich das auch. Aber im Endeffekt, es ist hier halt überall uneben. Und egal, wo man das macht, das ist einfach... Das ist nur so eine klitzekleine Sache. Du musst nur einmal irgendwie verkehrt mit dem Gabelstapler da dran kommen, dann backt das schon. Ich habe zum Beispiel auch bei den ganzen Kohlpaletten habe ich genau dasselbe Problem. Die vor dem Bauernmarkt, da sind dann auch noch welche, die da rumbacken. Mhm. Aber wir warten jetzt mal ab. Es geht ja. Habt ihr ja gesehen. Ich glaube, das Schlimme bei der Palette war auch, obwohl die nach dem Update haben die gemacht, dass hier jetzt mehr Honig rauf kann. Deswegen sieht das anders aus. Deswegen sehen die Paletten leer aus. Die Paletten waren vorher einfach gar nicht voll. Ich glaube, die waren schon vorher auch eigentlich nur so weit befüllt. Ja, lass sie einfach da liegen und wir checken das mal aus. So, Vorsicht, hier alle mal runter von der Straße, wenn ich losfahre, bitte. Besser wäre das zumindest. Ja, wir probieren das mal aus, Big. Wir warten jetzt noch auf eine Palette. Wir vergessen das dann sowieso wieder. Eieiei, also dieser Rübentyp. Hallo? Nee, du kannst da stehen bleiben. Nee, den nicht ankoppeln, den nicht ankoppeln. Den brauchen wir nicht gerade. Aber irgendjemand muss doch hier, ne? Ja, das kann der kleine Anhänger machen. Das kannst du mit dem kleinen Anhänger machen. Ja, da, hallo, wenn ja. Ich hier direkt... geht's noch? Ja, der hier, der kann schon anfangen, Sojabohnen zu säen. Ja, sehr gut, mach das mal. Obwohl Mann, der trotzdem viel schneller fertig sein wird als... Naja, egal. Zuckerrüben, Baumwolle, Mais, Sonnenblumen. Ach, so, jawohl. So, ich lass ihn einfach mal direkt hier hinten anfangen. Eieiei. Ja, das sind dann aber wieder diese gemoddeten Anhänger, Big, die du meinst, ne? Ja, wir vergessen das einfach auch die ganze Zeit. ja. Ein bisschen. Warte mal, ich hab doch. Habe ich nicht von Big auch ein Ausrufezeichen? Ja. Muss das mal kurz kontrollieren. Ich mache mal den Blick mal hier auf unseren schönen Bauernhof. Dann könnt ihr das mal so genießen. Ah, da hinten fährt gerade ein Zug. Habe sie mir sogar aufgeschrieben. Aber einer von euch müsste Ausrufezeichen gleich mal eingeben. Ich kann das nämlich machen. Ich glaube, es ist Ausrufezeichen Big. Ausrufezeichen Big ist korrekt. Okay, dann... Muss einfach Big selber machen. Ausrufezeichen Big. Ja, und ansonsten, was war da noch? Was hat Dennis noch gesagt? Es gab noch irgendwie einen gemoddeten Tank oder sowas, den wir uns hier hinstellen sollten. Oder so ein Speicher war das, ne? Ja, so ein Speicher, da konnte man dann nicht nur... es gibt ja jetzt schon so ein Silo, da kann man Mineralfutter und Saatgut und so bestellen. Gemoddet gibt es dann wohl auch einen, wo man alles kaufen kann. Ja. So, magst du bitte den Rübentypen entleeren? Was? Ich habe keinen Platz. Ich muss erstmal mich selber entleeren. Achso, du bist schon voll, okay. Ja, ich bin nicht voll, aber der Anhänger ist ziemlich voll. Er muss noch aus dem Weg, okay. Ah, Ausrufezeichen Big hat funktioniert. Super. Ja, super, danke, Big. Ah, diese Texte. Schön. Ach ja. Das sind so Insider-Big, ne? Das war's auch nur Big. So, los, beeil dich da mal. Der wird sonst nie fertig. Vor allen Dingen mit dieser riesen Seemaschine. Der fährt hier 3 Runden und ist schon beim Rübengerät hier angekommen. Oh nein, ich bin von der falschen Seite rangefahren. Warum machst du das, Melina? Oh, ich kann keine Rüben mehr sehen, ehrlich. Das macht gar keinen Spaß gerade. Ja, wir haben über 2000 Liter. 200.000 Liter, sorry. Boah, Kollege, jetzt willst du mich aber flexen, oder? Du bist zu weit weg. Ja, dann mach es doch selber. Es ist einfach nichts für mich. Ganz nachher. Ja, so. Und stopp. Stopp, stopp, stopp. Einfach für 3 ja. Liter. Sogar Rüben. Ja. Wow. Sensationell.
Ja, gerne, Big. Ich habe mal versucht, so ein paar Sprüche von allen ihren aktuellen Let's Plays so, gerade so am Start sind und so. Also Daisy mit Rob und so. Übrigens spielen wir aller Wahrscheinlichkeit nach morgen Abend alle wieder Fall Guys. Oh ja. Wenn es klappt. Also Monster Kicks ist auf jeden Fall dabei. Hey, wo Ja. fahre ich hin? Hallo, warum bremst mich denn niemand? Wo fahre ich mit den Zuckerrüben hin? Hallo? Na stimmt, wir streamen morgen voraussichtlich Fall Guys. Also, Nein, wir der streamen es Monster nicht, Kicks aber ist wir spielen dabei. es. Ja, ob wir streamen, ist noch nicht sicher, glaube ich. Nee, Daddy muss erstmal gucken, ob seine PlayStation wieder ein Bild hat. Ach so, ja, genau, das stimmt. Aber wir spielen es auf jeden Fall. Das stimmt. Ob es gestreamt wird oder nicht. Ach ja, genau. Als Daddy in die Gruppe geschrieben hat, Big, da war ich gerade bei ihm im Stream. Und da hat er mir nämlich auch gesagt, dass du einen Daumen hoch gemacht hast. Er sich aber nicht richtig ausmalen konnte, was das bedeuten soll. Weil du das ja, glaube ich, nicht so gerne spielst. Was übrigens ziemlich, ja. Könnte bitte noch Hallo, mal Maria. den Rübentypen entleeren? Ja, ich bin schon Toll. dabei. Hallo, Maria. Schön, dass du reinschaust. Erstmal. Und dann, wen meinst du denn genau mit wie alt wer hier ist? Also, meinst du mich, Milena oder Jamie? Die andere Person, die hier noch quaggelt. Hallo, mein Name ist Jamie. Also, Abo ist da. Vielen Dank, Maria. Very cool. Warte mal, dafür kriegst du auch ein. Moment. Ich habe ja hier so ein Wink-Wink. Hallo Maria. Maria kriegt erstmal ein. Was war das nochmal? Ich vergesse es schon wieder. Ein Hamster. Nee, Eichhörnchen. Nein, es ist kein Eichhörnchen. Sie schreibt. Oh, wie alt ich bin. Ja, jetzt wird's kritisch. Zu wievielten Mal? Also, ich bin schon des Öfteren 25 geworden. Nein, Quatsch. Also, ich bin so, aufpassen, denn ich werde das nicht nochmal wiederholen. Also, alle, die jetzt dabei sind, die werden nach dem Stream geblitzdingst. Ne? Genau. Hier, wer MIB kennt. Ja. Also, wie alt Ich bist du? bin alt. Ja, Big, ich bin 25, aber du warst nah dran. Ich bin 25 und das schon geworden im Januar 15 Mal. Ja. Jetzt ist es raus. So, Ja, ich bin. muss man nur noch rechnen. Ach so, okay. Du bist praktisch mit dem. Ja, ich bin absolut jung. Du bist von dem Account. Also bist du Maria oder bist du. Oh Gott, jetzt wird es hier gerade stürmisch draußen. Heieiei. Oder bist du mit dem Account von deiner Mama unterwegs? Also, falls ich das jetzt richtig verstanden habe. Ach so. So, erstmal hallo Jacqueline. Hi. Guten Na, Abend. Schön, dass du reinschaust. na. Ach so. Ja, das ist doch ein geiles Alter, oder? 10, Jamie? Fühlst du, oder? Jamie ist 12. Genau. Für die, die es interessiert, ich werde bald 13. Das kann man auch einfach so droppen. Genau. Und Jamie und ich, wir spielen des Öfteren mal zusammen einfach. Weil wir einfach Lust drauf haben. Haben wir eigentlich ein Ausrufezeichen von unserem eigenen Kanal? Warum stellst du mir solche schwierigen Fragen? Wie soll ich das beantworten? Warte mal, wir haben Ausrufezeichen. Oh Gott, ist ja schrecklich. Ja, also auf jeden Fall mega cool, dass ihr alle dabei seid. Und vielen Dank für die mittlerweile 6 Däumchen. Und ich hoffe, der Bot ist lieb zu euch. Ansonsten bitte melden.
Ja, denn der Bot ist böse. Ist immer böse. Nein, wir haben kein Ausrufezeichen. Ja, einfach schrecklich, oder? Mädels, die LS22 spielen, saugeil. Ja, geil. Ja, es macht auch echt Spaß, muss ich sagen. Ja, stimmt. Kriege schon wieder Kreise. Ich kann mich nämlich nicht konzentrieren, wenn ich im Chat unterwegs bin. Kreise? Ja, ich fahre hier Kreise auf dem Feld. Ach Das, so. ich kann halt nicht warten, bis der wieder voll ist, weil dieser Anhänger einfach so winzig ist. Und dann fällt mir auch gerade ein, warum hänge ich eigentlich nicht den großen an? Den brauchen wir doch gerade für nix, oder? Ja. Das stimmt. Ja, Big, hast du jetzt aufgepasst, wie alt ich bin? Tatsächlich? Ja, ach ja, naja, man ist so alt, nein, ich glaube, man ist so alt, wie man sich fühlt, sagen auch einfach nur alte Leute. Oder Jamie, was sagst du? Ja. Wir sind ja alles alte Leute, oder? Ja, du alte Leute. Wir sind alles alte Leute. Echt. Nimm mal jetzt Ja. den großen Anhänger. Richtig, Big. 15 mal 25. Gut Warum kannst du aufgepasst. das eigentlich schon wieder zuerst lesen? Das ist frech. Das ist eine Gemeinheit. Kann ich überhaupt mit diesem kleinen Trecker hier ziehen? Bestimmt. Du, So. Big bekommt eine 1 plus in seinem Test. Ja, 15 mal 25, genau, das ist richtig. Ach so. Aus Tirol, ja, sehr cool. Oh, cool. Kannst du mal mähen, also Heu ernten? Was? Rasenmähen meinst du? Also Gras? Habe ich, glaube ich, gerade erst. Wir haben ja gerade aktuell das Problem, dass einfach diese Rübenmaschine, die macht uns einfach gerade komplett fertig. Und es ist einfach, ja, deswegen können wir gerade nichts anderes machen. Ich habe gerade in dem Stream vorher nämlich ja das alles besorgt. Und unser, wie heißt der Wagen nochmal? Verladewagen? Was? Verladewagen, Überladewagen. Na, da, wo das Heu reinkommt. Ladewagen. Der ist nämlich noch voll. Ja, stimmt. Oh, diese Rübenmaschine. Ob wir das überhaupt noch fertig kriegen? Doch, Ich bestimmt. hoffe mal. Ja, schöne Grüße auf jeden Fall nach Österreich. Jo, Sehr Grüße. cool. Tja. Aua. Wir sind in der Nähe von Hamburg. Ja. Da, wo gerade Sturm ist. der Sturm Zeynep oder wie sie den genannt haben, sein. Na, ich komme gerade nicht drauf. Na, er wütet auf jeden Fall gerade. Hier geht es schon gerade ordentlich ab. Das zischt hier so richtig. Boah, das Ja. dauert ultra lange. Der ist einfach. Ja, weil guck mal, Big, was der bitte hier für. Oh, sorry, jetzt habe ich den hier gestört. Hoffentlich nicht. Der hat einfach so ein winziges Schneidwerk. Guck mal hier. Das ist einfach. Ich wollte gerade sagen, Auto, also wenn du jetzt in meinen Anhänger crashst, dann ist hier aber was nicht in Ordnung. Guck mal hier, Millimeter. Ich sehe es gerade im Stream. Was hat der mit dem Helfer? Der Keine hat den Helfer Ahnung. ja komplett weggeballert. So. Ja. Schon wieder voll. Bin aber nicht nah genug dran. Oder? Was? Ah, ich könnte auch einfach mitfahren, aber es ist. Huch. Das 2 oder 5 Mädchen, was ich abonniert habe. Das 2. oder 5. Mädchen, was du abonniert hast. Ja. Ja. Hauptsache, es macht Spaß, würde ich sagen. Ja. Ja,
Also, falls du mich meinst, Maria, danke. Ja, ich hör mich so jung an. Ja, tatsächlich. Also, Jamie ist tatsächlich jung. Ja. Ich fühle mich jung. Aber Dankeschön. Freue ich mich. Ja, es ist ja wirklich so. Es ist aber auch immer, es ist aber auch wirklich so, das weiß ich ja, weil ich halt auch ab und zu so öfter YouTube schaue. Und am Anfang, wenn die Leute halt ohne Cam streamen und so, man kann einfach sich gar nicht vorstellen, was da für Menschen hinter sind, weil die Stimmen einfach wirklich sich komplett anders anhören. Also bei uns beiden haben sie doch sogar damals noch, vor 3 Jahren oder so, da hat sich deine Stimme ja richtig jung angehört, da haben die doch sogar gedacht, wir wären Geschwister. Echt? Ja, haben einige in die Kommentare geschrieben. Ja, wir freuen uns, Maria. Schau immer wieder mal rein. Wir streamen einfach, wozu wir gerade Lust haben. Was macht der? Jamie, bitte. Bitte feuer ihn. Was macht der da? Warum fährt der rückwärts die ganze Bahn wieder zurück? Ach, du Ja, bist das. ich kann Nee. ihn, ich kann ihn gerne feuern. Hast du einen Flammenwerfer dabei? Was macht der denn? Warum Lade fährt den mal der? bitte. Warum ist der rückwärts gefahren Keine gerade? Habt ihr Ahnung, das das gesehen, müssen Leute? War wir. das ein Der Anzeigenfehler? wollte wenden, nee, der wollte wenden, Die ganze aber der Bahn hat. zurück. Ja, nee, der ist die ganze Bahn zu. Bitte entleeren, bitte entleeren. Ja, ich bin ja schon dabei. Der wollte wenden, aber hat halt gedacht, dass nur ganz am anderen Ende noch Feld ist. Ach so, Jamie. Ja, weil Jamie. Stimmt, Jamie ist ja auch eventuell Mädchenname. Ach, da haben wir dich jetzt aber in die Irre geführt, Maria. Falls du das gedacht hast, Ach so. Jamie Ja. ist ein Junge. Ja, hallo. Da sind wir uns ziemlich fast sicher. Nicht mitkommen. Ja, dann fahr doch einfach weg. Nee, ich will Jamie mich nicht haben. ist ein Junge. Ich bin ein Mädchen. Und ich Ja. bin 25. Des Öfteren geworden. Des Öfteren geworden. Also es war ein kleiner Spaß sozusagen. Und ein bisschen älter. 25. Aber ist ja egal. Ist doch egal. Wir brauchen ja nicht immer auf dem Alter rumreiten, weil ist doch alles wurscht. Ja. Also ich habe auch nicht in meiner Kanalbeschreibung stehen. Hallo, ich bin's. Ich bin so und so viele Jahre alt und, ne? Also bis alte Gamerin dauert noch ein bisschen. Ich bin so Ich glaube, wir haben das mittelalt. aber Ich tatsächlich bin. bei uns stehen. Bitte? Ich glaube, wir haben das tatsächlich bei uns stehen, wie alt wir sind, oder? Nein, um Gottes Willen, ich habe doch nicht unser Alter an unsere Kanalinfo. Hallo, wo kommen wir denn da hin? Ja, am Anfang. Achso, ja, das habe ich gerade schon gelesen. Ja, nee, Jamie, ja, stimmt. Ja, weil du hast. Also, entweder nimmst du für einen Jungen dann James, aber das wollten wir halt nicht, weil James, das war auch ein cooler Name, aber James ist so, wenn du. Ich fahre hier schon wieder, keine Ahnung wohin. James ist so, wenn man jemanden anmeckern will, so. James, komm jetzt sofort hierher. Ich wette, der ist eh gleich fort. Ich kann da sowieso wieder hinfahren. James, komm essen. Und irgendwie, also, Jamie hat ja auch noch einen zweiten Namen. Er heißt Jamie Declan. Genau. Und er kann sich dann später, wenn er da halt Bock drauf hat, kann er sich JD nennen. So auf ganz stylisch. Ne? So, bitte mehr Landwirtschaftssimulator. Ja, wir wechseln das immer so ein bisschen ab, wozu wir gerade so Bock haben. Und welche Bitte rüben. Haarfarbe hast du? Ich habe goldene Haare. Oh, goldene Haare. Oh, Mega cool. ja. Ich habe, was ist das? Irgendwas Braunes. Irgendwas Braunes? Ja. Oh, Irgendwas Braunes. Ich sorry. habe Oh auch ungefähr nein. genau so das. Oh nein, Crash, Hilfe. Er steht nicht mehr gerade in der Bahn jetzt. Ich glaube, jetzt habe ich es komplett Der kriegt das verfuscht. hin. Nein, nein, der kriegt das hin. Der kriegt das hin. Der ist ja nicht doof. Also, Hallo, er. ich bin auch nicht doof. Ja, darauf gibt es jetzt keine Antwort, ne? Bitte. Ich hatte geschrieben, James, bring meine Hausschuhe. James, parkt das Auto. James, putzt die Fenster. Ja, Ja, also ich habe braune Haare, wenn man, also so Straßenköter-Mischbraun irgendwie so. Das Straßenköter Mistbraun? Misch, Misch, So, Mischbraun. Misch.
Ja, weil da noch so ein bisschen anderes was mit drin ist. So, wenn man so, Mischlingshunde sehen immer so aus, aber ach komm, wir wollen das nicht vertiefen. Oh, Lindner. Ja, wir haben ein bisschen was von allem. Wir haben ehrlich gesagt gar nicht auf irgendwas geachtet, sondern einfach, was wir uns gerade leisten können. Deswegen übrigens, ich fahre schon wieder nach Honolulu. Mensch, warum sagt denn keiner, Milena, immer wenn du da fertig bist, bitte direkt in die Zuckerfabrik. Ja, danke. Lena, immer wenn du da fertig bist, will ich in die Zuckerfabrik. Ja, danke, Jamie. Danke, danke. Sehr freundlich. Ich Das bin musst du jetzt so. jedes Mal sagen, wenn ich fertig bin. Oh mein Gott! Ach nee, er wird blockiert. Ich dachte, er wäre fertig. Ah, nein, alles gut. Ja, voll mal alles gut. Ja, nee, also James wollten wir dann irgendwie nicht, deswegen. Ja. Danke, Big! Deswegen haben wir uns dann letzten Endes dafür entschieden, dass wir noch einen zweiten haben und dann haben wir halt Jamie Declan genommen. Ja, weil ich finde das ganz cool, so JD. Also, mein Name Milena kommt ja aus dem Polnischen und wird eigentlich ausgesprochen Milena. 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 Das klingt irgendwie nicht wirklich polnisch. Das klingt eher, keine Ahnung, italienisch oder sowas. Ja, alles schon gehabt. Aber Könnte auch Milena, ja. finnisch sein. Die meisten sprechen das auch falsch aus. Die nennen mich zum Beispiel Melina. Also das E und das I vertauscht. Aber macht nichts. Ich fühle mich trotzdem angesprochen. Hey! Boah, der will mich jetzt hier komplett fertig machen. Wieso So, denn? bitte, bitte entleere dich. Ach, der hat das ausgefahren und ich, naja, war einfach Ja. zu früh dran. Kann passieren, Ja. oder? Sehr gut. Boah, aber der hat es bald geschafft. Ich glaube, das ist jetzt die vorletzte Bahn. Ich bleibe jetzt auch einfach hier stehen und fahre nicht nochmal los. Jedi erinnert dich an Scrubs. Oh ja, stimmt, da war was. Boah, das ist aber schon lange her. Aber da wären wir ja irgendwie schon wieder bei meinem Alter. Das muss aufhören jetzt. Oh, da kommt eine Empfehlung von Maria, oder? Das kennt sich Jamie jetzt aber besser mit aus. Ich kann hier IBC66. Ich habe nämlich von den Geräten hier sowas von gar keine Ahnung. Wir lösen das immer folgendermaßen. Und zwar schreibt Jamie mir immer auf, was wir brauchen und schickt mir das per WhatsApp. Achso, du meinst, sie meint diesen Handstaubsauger, nee, nicht Handstaubsauger, diesen, den haben wir auch oben stehen, diesen Hand, dieses Handmähwerk zum Grasmähen, Ach dieser so. Handrasenmäher. Ja, stimmt. Ich dekoriere so gerne auch mal den Hof und habe das hier ja auch so gemacht. Ne? Man sieht jetzt nur leider nicht so viel davon, weil wir einfach den ganzen Stream hier auf diesem Feld bringen. Ja, aber Aber ich glaube, den, den hatten wir von Anfang an schon. genau, den hatten wir von Anfang an und der steht auch oben. Also jedes Mal, wenn ich jetzt wechsle, kann ich ja mal eben kurz machen. Nee, wenn ich jetzt aussteige, ist er der Erste. Jetzt natürlich, Vorführeffekt ist er natürlich nicht der Erste. Ich bringe ihn gerade zu dir, deswegen. Hä? Ja, ich Ach bin so, voll ja, fein. genau, da ist Jamie. Diesen hier meinst du? Ja. Ja. Also, das brauche ich fast gar nicht, weil diese Wiese hier, guck mal hier, wo der Helfer hier schon alles abgemäht hat, die ist eigentlich ganz cool. Also, da klappt das. Auch ohne. Ich habe praktisch dann einfach einen Schneidweg. Ach so, ja, warte mal, Maria, ich renn mal kurz. Genau, den Handmäher. Genau. Den Also haben vorne wir. Schneidwerk und hinten ist einfach der. Den haben wir noch gar nicht benutzt, aber warte mal, wenn ich schon mal hier oben bin, ich kann das ja Maria noch mal eben zeigen. Hier ist der, also hier habe ich praktisch ein Schneidwerk und dann fahre ich mit dem los und sammle das aber direkt hinten auch mit ein. Aber der ist halt gerade noch voll, weil wir halt die Zeit im Moment noch anhalten müssen, Ding. Aber jetzt können wir gleich vorspulen. Eine Hofvorstellung. Ja. Das haben wir heute schon gemacht, aber mache ich sehr gerne nochmal, weil ich finde den Hof nämlich auch sehr schön.
Ich renne hier schon wieder durch die Gegend. Also wer das nicht ab kann, sorry, aber... So. Ach nee, ich muss mich ja doch... Guck mal, jetzt war ich aber doch wieder da. Ich muss ja hier noch die letzte Ladung gleich abholen. Eieiei, hallo? Darum habe ich mich schon gekümmert. Ah, sehr gut. Aber dann ist es ja doch noch gar nicht die letzte. Ja, ich kümmere mich. Idee. Schon nochmal alles mit den Zuckerrüben. Du kannst Maria nochmal unseren Hof zeigen. Okay. Okay. Moment. Guck, siehst du, also eigentlich immer, wenn man zu Fuß unterwegs bin, dann kommt man immer zuerst hier bei diesem süßen Handel. Hey, warum hast du den jetzt hier geparkt? Das ist eine Frechheit. So geht das nicht. Okay, also. Ja, ihr kennt ja alle diesen Hof hier, ne? Und das haben wir auch so gelassen. Hier haben wir unsere Schafe. Die Wolle von den Schafen kommt dann hier in die Spinnerei. Dort wird das automatisch verteilt zur Schneiderei. Hier habe ich schon ein bisschen dekoriert, dies, das. Das kann man, glaube ich, sogar besser sehen, wenn ich in den Fahrzeugen sehe, ne? Guck mal, hier habe ich schon so einen Zaun hingemacht. Und das auch hier mit den Steinchen so aus ein bisschen dekoriert und so, ne? Also dieses hier da, dieses hier. Da, ganz schicki und so. Mhm. Ich denke mir gerade so eine Sache. Ja, was denkst du dir denn, Maria? So, und dann haben wir hier den Bauernmarkt, weil wir haben von Anfang an Gewächshäuser platziert, haben das dann alles hier verladen und direkt im Bauernmarkt, wenn der Preis gut war, verkauft. Ja, dann habe ich hier noch ein bisschen dekoriert. Praktisch, dass man hier immer mit allen unseren Geräten so einmal rumfahren kann. Hier ist unsere Bäckerei. Und dort wird es hoffentlich noch in diesem Stream Kuchen geben. Ja, hoffentlich. Hier haben wir einige Parkplätze. Falls jemand hier etwas von diesen Leckereien kaufen kann. Nein, ist natürlich alles nur Deko. Hier kann man seine Fahrzeuge reparieren. Und dann... Achso, gehe ich mal erstmal zu dir runter, Jamie. Oh. Ja. Ich komme nicht auf den Namen. Genau. Okay, Maria, danke schön. Das, ja, man stellt sich das immer so vor, ne, wenn man irgendwie eine Stimme hört oder so. Ja. Aber ich bin von innen schön. Ich habe einen schönen Charakter. Oder? Habe ich, Jamie? Sag nichts Falsches jetzt! Ich muss jetzt mal kurz stumm schalten. Tschüss. Nein, Quatsch. Hey, Nightbot. Achso, guck mal, der Nightbot könnte das ja eigentlich machen. Aber warum soll der eigentlich unseren Kanal hier reinposten? Ist ja irgendwie auch Quatsch, oder? So, es ist alles fertig. Das alles fertig. Ja, Moment, ich mache hier immer noch für Maria die Tour. Nein, nein, Moment. Die Schreinerei, ja, da ist Jamie dann hier unterwegs auch schon wieder hübsch dekoriert. Und dann gehört uns ja noch dieses Stückchen Land. Und da hinten sind dann so ein paar Forstwirtschaftsgeräte. Damit man auch Holz fällen kann und so weiter. So, hallo Mensch, diese... Hallo Mensch. Diese leblosen Roboter, die hier einfach immer auf dem Bürgersteig rumrennen. Und wir haben das dann so gemacht. Also wer die Map kennt, der weiß ja, hier unten ist eigentlich nichts. So, bei uns mittlerweile aber die Mühle und ein Speicher und hier ein Heulager oder Strohlager, wie auch immer das Teil heißt. Ich glaube, es heißt Heulager. Ja, ja. Und ich habe das alles schon ein bisschen toll dekoriert hier mit Bäumchen und Hütchen und ein bisschen Ding. Die Rübenerntemaschine waschen. Guck dir die mal an. Ja, mach mal. Ich habe da gerade keine Zeit für. Ich mache immer noch Bauernhofsbesichtigung hier. Ich habe, also selbst wenn ich mein Gesicht hätte zeigen wollen, was ich eigentlich auch gar nicht möchte, um ehrlich zu sein, habe ich auch gar keine Cam. Um ehrlich zu sein. Und das auch einfach for real. Weil das war einfach auch nie unsere Absicht, mit Cam irgendwie zu streamen oder so. So, hier ist dann die Molkerei. Hier habe ich dann so ein paar kleine Wege gemacht mit Bäumchen, die Stars. Und hier gibt es schon ein bisschen Käse.
Aber das sieht schon echt geil aus, ne? Muss ich ja sagen. Auch wenn ich jetzt nicht so der Käse-Fan bin. Ja, und hier sind dann unsere Kühe. Maria, ich hoffe, du passt schön auf. Ja, hier ist dann noch ein bisschen Honig und da hinten kommt dann die Zuckerfabrik. Und gehören tut uns hier auf dieser Map Feld 4 und 3. Und selbst das zu erwirtschaften war schon echt hart. So, das jetzt habe ich aber einen trockenen Mund. Jetzt ist Jamie dran. Was? So, ja, die Rübenerntemaschine ist jetzt wieder schön sauber. Die war grad, er hatte gerade die Farbe vom Feld. Aha. Hast du war der Trecker sogar noch ziemlich sauber. Aha, sehr gut. Aber die Erntemaschine nicht. So, du kannst die Zeit vorspulen. Ich kann dir mal ganz ehrlich sagen, dass ich mittlerweile bei diesen ganzen Geräten überhaupt null durchschaue, was eigentlich wofür ist. Ach, musst du gar nicht. Oh, gut, ist gut. Genau das wollte ich von dir hören. Moment. So, Leute, es geht voran. 360 nach Update ist das die neue Zeit. Wir gucken jetzt zu, wie die Sonne untergeht. Ist Zeit. Jo. Und dann wird ja auch endlich mal wieder andere Arbeit. Und wir gucken zu, wie die erste Zuckerpalette. Oh, ist es bei dir verpixelt? Also erstmal Dankeschön. Oh, es schneit. Oh. Oh, sieht so schön aus. Aber hoffentlich ist das nur künstlicher Schnee. Zucker! Bitte? Zucker, ganz viel Zucker. Oh ja, ich sehe nichts. Hallo, Hilfe, dunkel. Ich wollte eigentlich mal, können wir uns irgendwie zum Haus... Hier sind Lichter, hier sind Lichter. Komm mal, teleportier dich mal her. Ich sehe, wo soll ich mich hin teleportieren? Oh, auf der Map, auf der Map, auf der Map. Ach so, auf der Map, das kann ich ja auch. Ohne Moment so. Ihr müsst kurz, ich muss ganz kurz... Ich muss ganz kurz das mal kurz checken, was Jamie hier eigentlich meint. Also, ja, einmal zur Zuckerfabrik musst du. Ja, man kann sich ja auf der Map teleportieren. Ich muss nur kurz mal peilen, wie das geht. Besuchen. Leertaste. Aha. Mitten. Zucker. Im Dunkel. Wie geht... Wie... Taschenlampe, bitte? F. Mit F. Zucker. Sorry, ich spiele sonst nur Survival-Spiele. Da ist auf F ganz sicher Zucker. Nicht die Taschenlampe. Zucker. Yay, guck mal hier. Sweet Home. Mal auf automatisch verteilen, weil... Ich will jetzt nicht immer so viele Paletten. Wir freuen Zucker. Keine bitte Ahnung, Jamie. Ich glaube, man kann uns nicht hören, weil das ist hier so laut bei der Zuckermaschine. Man hört es im Stream nicht. Man hört die Fabriken nicht. Dann sorry für die Ohrenschmerzen, die ich euch gerade bereitet habe. Bitte stell auf automatisch verteilen. Sonst bin ich hier in 100 Jahren nicht fertig. Ja, das wolltest du so. Ich bin unschuldig. Ja, bitte. Sonst wäre ich hier bis morgen nicht fertig. Zucker. Behalten. Nee. Wollen wir nicht. Wir wollen auch nicht direkt verkaufen, wir wollen verteilen. So, jetzt muss ich nochmal lesen, was Big geschrieben hat. Ich wollte auch nie mit Cam. Irgendwie brauchen wir das für unsere Podcasts nicht. Nee, stimmt. Zucker durch die Gegend geflogen, Hilfe! Was? Wie zum Zucker? Na, du kannst es ja eh nicht tragen. Ich bin ja der Horst. Oh, das ist. Ist das auf automatisch verkaufen? Nein, auf verteilen. Ja, meine ich ja. Verkaufen wollten wir es ja nicht. Nein, boah, ich hasse es bei der Nacht zu arbeiten, aber es ist, glaube ich, gar nicht so dunkel. Also wir ehrlich gesagt auch nicht. Wir wollten YouTube sowieso grundsätzlich einfach nur mal so ausprobieren für uns. So aus Just for Fun. Mhm. Und... Ach so, nee, das mit dem verpixelt wollte ich noch sagen. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Maria, falls du noch da bist, dass es bei dir verpixelt ist. Ich hoffe, es geht irgendwie. Und muss man jetzt gucken, wie lange wollen wir jetzt vorspulen? Und was passiert eigentlich auf unseren Feldern? Sind die schon alle besät? Ja. Okay, geh mal gut zur Bäckerei und guck bitte, sag bitte Bescheid, wenn schon Kuchen da ist. Alles klar, ich geh zur Bäckerei. Auch wenn der Tag gleich schon wieder vorbei ist. Ja, und das mit der Cam, keine Ahnung, habe ich so mich noch nie mit beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Keine Ahnung. Ist natürlich viele so, die mögen das nicht oder so, aber ja, mein Gott. Keine Ahnung, find das jetzt nicht so wichtig. Find das nicht wichtig, find grundsätzlich das Aussehen auch eines Menschen
Also wir sind ja eh alle kreuz und quer und hier. Aber du musst mal das Brot ausmachen. Da kann gar kein Kuchen hinkommen. Ich mach mal erstmal kurz die Zeit aus. Das wird mir hier sonst zu stressig. Nein, dann wird ja der Kuchen nicht fertig. Eins aber nach dem anderen. Du musst erstmal das Brot ausmachen. Uno momento. Eins nach dem anderen. Jamie lässt hier schon wieder den Kommandeur raushängen. So, Käse. Nein, wollen wir nicht. Brot, das war irgendwie, glaube ich, ganz oben. Du hast aber beides schon angemacht. Du hast Kuchen und Brot angemacht, aber das Brot... Bitte? Du hast es angemacht. Achso, ich habe es angemacht. Whatever, der muss dann kurz wegverladen werden. Das machen wir dann gleich. Ich verkaufe es einfach. Ja, Jamie macht hier schon wieder... Ne? Ja. Diese andere Warenverteilung. So, wo ist Steire? Man sagt Steirer. Oh Gott, ich kann das sowieso nicht aussprechen. Ja. Ich bin da eh raus mit den ganzen Marken und sowas hier alles. Also ich spiele das ja wirklich gerne, aber wirklich... Bitte? Halt. Wieder schnell machen. Ja, du brauchst nicht flüstern. Hört dich sowieso jeder. Oh, das gab ein bisschen Money. Aber ich muss sagen, ich glaube, wir haben noch nie so wenig verdient in so kürzester Zeit. So, und dann jetzt nochmal Maria. Genau, so ist es. Das Aussehen ist nämlich wirklich egal, weil ja, da kommen jetzt die Leute, die dann sagen, boah, du kannst mir aber nicht sagen, dass die dich anspricht, obwohl und so. Wenn man weiß, was im Leben zählt, dann weiß man, dass es nämlich wirklich nicht wichtig ist. Es zählt einfach die innere Schönheit. Denn auch die äußere vergeht irgendwann und dann, jo, dann wirst du sehen, wer bleibt. Vollkommen richtig. Ne? Also hast du schön gesagt. Der rote Trecker von, achso, ja. Aber Jamie, wie spricht man das aus? Den roten Trecker, die Marke? Der. Ah, hast du gehört? Der. Das ist der Pro. Ich muss jetzt hier schlafen gehen, ey. Noch so eine Nacht im Dunkeln. Steck fest. Bitte? Ich steck fest. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ich weiß es nicht. Nicht möchte. Guck mal, was? Habe ich das jetzt laut gesagt? Du kannst gucken, ob schon eine Palette Dings da ist. Dings ja, da. Kann ich das? Dingster gedüngs. Es ist auf jeden Fall... So, Leute, ich hab's euch ja gesagt. Das bedeutet, die nächste halbe Stunde hier erstmal wieder Wolle verladen. Und hier ist nämlich so eine festbackene Hohlpalette, die wir leider auch noch nicht befreien konnten. Ja. Kuchen, Kuchen, los, wir wollen Kuchen. Oh mein Gott! Ist Kuchen da? Boah, das ist so eine fette Hochzeitstorte oder so. Oh, ich muss die sehen. Also du meinst so, wie Jamie das ausgesprochen hat, ist auch nicht richtig. Ich habe davon echt keine Ahnung. Wow. Geil. Okay. Alter, das ist ja Konditormeister 5-Sterne-Bewertung hier. Bitte? Ich guck mir das gleich mal an. Aber die Palette? Gleich mal an. Ist ganz schön winzig. Okay. Das sind einfach nur 6 Torten auf einer Palette und die wiegen dann aber 370 Kilo. Das sind 6 sehr schwere Torten. Ja. Ich glaube, die sollte man nicht alleine ganz essen. Danach ist man wahrscheinlich ziemlich schwer, ja. So wie die aussehen. Aber richtig geil, so richtig so die fetten Erdbeeren hier aus unseren Gewächshäusern da oben drauf. Wir müssen das kurz feiern, Leute. Ich sage euch auch warum. Seitdem wir angefangen haben, Landwirtschaftssimulator 22 zu spielen, ist es unser Ziel, diesen Kuchen zu backen. Yep. Oder anzufertigen in diesem... Ne? Hier. Ja. Jetzt haben wir es endlich geschafft! Ja. So toll. Stream geht aus, tschüss. Schön, dass ihr alle dabei wart. Nein, natürlich nicht. Oh, ist aber schon ganz schön spät, sehe ich gerade. So, wo bist denn du jetzt? Läufst du hier noch, keine Ahnung, gleich. Bei den Nachbarn vorbei oder was? Willst du die auch noch mitbringen? Gleich.
Hier fliegt gerade noch mal ein bisschen Zucker durch die Gegend. Oh, ich will gar nicht wissen, was da abgeht. Kannst du mal nach dem Kuchenpreis gucken? Ja, das kann ich tatsächlich mal machen. So, Kuchen. Wo ist der Kuchen? Oh, das Supermarkt 9826. Was? Ist das gut so oder wenig? Schlecht? Das ist das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Gehört. So. Oh, die hier ist süß, die Palette. Ach, das sind auch nur 400 Liter. Lol. Einfach 400 Liter Kuchen. 400 Liter Kuchen, das nenne ich mal ordentlich. Also pass auf, ich habe die Zeit mal vorgestellt, because der Kuchen steigt gerade im Supermarkt. Aber wer ist eigentlich frei? Also ist dein Käseanhänger gerade frei? Ja. So, eine Sache denke ich, die, was ich nicht sage. Es ist was Nettes. Wenn es was Nettes ist, Maria? Keine Ahnung. Hau raus. Musst du wissen. Leider weiß man ja immer vorher nicht, wie man darauf reagiert. Dazu kann ich dir leider nichts sagen. Also, mein Bot ist grundsätzlich nicht böse. Aber gegen zum Beispiel Hühner töten hat er ja auch was. Ja. Ne? Kann Big bestätigen. Ja. Da musste dann extra der Mod her. So, ich hau mich kurz aufs Ohr, ne? Ja. Nein! Oh nein, wollte ich gar nicht. Ich wollte ja den Preis im Auge behalten. Dann guck ihn dir jetzt nochmal an gleich. Nö, das ist doch... Was ist denn hier los? Guck ihn dir jetzt einfach an. Ja, ist aber nicht wirklich was passiert. Also es steigt immer noch... Ist jetzt bei 10,5 ungefähr. Du kannst mich alles fragen. Achso, nö, ich wollte dich eigentlich gar nichts fragen. Ich meinte nur, weil du ja geschrieben hast, du denkst etwas, sagst es aber nicht. Es ist aber was Nettes. Also, du denkst etwas Nettes. Du denkst. Du denkst, wenn du denkst, dass du denkst. Dass du denkst. Wenn du denkst, dass du denkst. Ich bin verwirrt. Während du denkst. Ach so. Okay, okay. Okay, Maria. Ist okay. So können wir alle mitleben. So, wir verladen dann jetzt mal 400 Liter Kuchen. So, ich habe die Zeit noch vor. Oh nein, 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 nein. Stopp. Hallo. Ja. Du Zeit. Was ist denn, ja, was ist denn ein guter Preis? Das musst du mir dann bitte eben mal sagen. So 11.000, 12.000? Ja, der Preis geht jetzt schon wieder runter. Wollen wir das jetzt verkaufen oder nicht? Also der ist jetzt bei 10.648. Also ich würde das jetzt alles erstmal einladen. Das alles? Das kann ja noch gar nicht so viel sein. Ja, ich lade auch einfach das Brot schon mit drauf. Dann oh, doch, wenn, das ist wenn der Kuchenpreis gut ist, dann nehme ich auch einfach Brot mit. Mach mal erstmal den Kuchen. Wenn das 400 Liter auf einer Palette sind, sind doch schon ein paar Paletten. Ja, ich mach auch. Und du kannst, Brot? Ist nicht schon Wolle ultra viel und so? Das kannst du kurz machen. Und ich glaube, Kleidung ist auch mega viel da. Hallo, willst du mich loswerden? Nein, ich möchte die Aufgaben versuchen aufzuteilen. Du möchtest versuchen, die Aufgaben aufzuteilen? Oh Mann. Ach du Schreck, was ist denn hier los? Was ist mit dem Schaf? Schäfchen geht's dir nicht gut. Was denn? Oh, die Schäfchen könnten was zu essen gebrauchen. Oh, oh ja. Aber so ganz knapp geht gerade noch. Ach komm, nur gib ihnen doch was zu essen. Den süßen. Oh, das wird wieder so eine Nacht mit dem Sturm, dass man hier nicht schlafen kann. Echt einfach unmöglich. So, wo war Bot gerade? Ein Däumchen wäre ein Träumchen? Ja, und vielen Dank für eure Däumchen. Ja, acht Däumchen schon. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. No. Und tschübidü. So, wie habe ich es denn bitte geschafft, hier zu wenden? Ja,
Ich glaube, du bist rausgefahren und einmal um den ganzen Hof gefahren. Ich glaube bist du, glaube ich, nicht, ist aber, glaube ich, das Einzige, was du da machen könntest, weil du, glaube ich, doch nie so da warst, glaube ich. Das stand eigentlich für immer da. Naja, da war der Zaun erstens mal noch nicht da, zweitens der Pickup stand hier auch nicht. Ja. Ja, alles klar, Maria. Wenn irgendwas ist, weiß ich Bescheid. Dass ich das machen kann. Aber wie gesagt, jetzt so spontan. Es ist alles gut. Es ist super, dass du da bist, dass du zuschaust, dass du das toll findest, vor allen Dingen auch. Also das finden wir ja immer gut, ne? Ja. Von daher, das passt schon alles. Entschuldigung, was ist denn bitte hier passiert? Was denn? Hallo, ich möchte hier, es ist hier, ist das, ist das Vandalismus? Du bist wenn da einfach gefahren. Da ist eine der fliegenden Zuckerpaletten gelandet. Ach so, okay. Ist ja. Doch. Ich sag nur eine Sache. Ich glaube, der Gabelstapler könnte auch ein Gewicht hinten gebrauchen. Okay. Naja, das Witzige ist ja, einige Straßen hier, die sehen so gerade aus, aber wenn du so rüberfährst, dann heben die Geräte auch teilweise ab. Hatte ich auch schon mal, als ich die Eier hier transportiert habe. Ja. Aber du hast auch vielleicht einfach nur Quatsch gemacht. Was? Hä? Was? Ich? Entschuldigung? Was? Ich? Wann? Wer? So, wir brauchen bitte noch einen Helfer, der bitte jetzt die Wolle wegfährt. Ich bin beschäftigt, leider. Ich fahre jetzt Rasenmähen. 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 Aber das erledigt hier immer unser Helfer. Ja. Wenn es klappt. Denn ich muss jetzt so viel Wolle verladen. Und Kleidung ist auch schon fertig. Das muss auch alles auf den Anhänger. Stimmt, was ist denn gerade der Kleidung? Der Kleidungskreis. Ja, wer kennt den nicht? Kleidungskreis. Den Kleidungskreis, ja. Das ja was, wie ist denn gerade so der Kleidungskreis? Mähwerk anschalten. Mähwerk denken war doch noch auch irgendwo. Zack. Und jetzt wechseln wir die Gerät. Dem hinten. Und dann machen wir Ladewagen an. Und Pickup senken. So. Muss nämlich erstmal kontrollieren, dass das auch wirklich alles an ist. Und dass der Anhänger sich füllt. Und dann stelle ich den Helfer ein. Und der mäht jetzt hier richtig schön. Genau. Zack. So. Das Einzige, was der leider nicht macht, ist Bescheid sagen, wenn der Ladewagen voll ist. Das kann der leider nicht. Ja, das stimmt. Da muss man aufpassen, weil der mäht dann einfach das ganze Feld und hört einfach nicht auf damit, bis er nicht mehr weiterfahren kann. So geil bist du. Hey, danke, Maria. Du bist ja direkt rot. Sieht man zum Glück nicht, ne? So. Habe ich etwa gesagt, ich freue mich aufs Wolle verladen? 6, 7, 8. Sind einfach 9 Paletten pro Schafstall. Jamie, wärst du vielleicht so freundlich und könntest auch mithelfen? Bitte, das kann ich machen, wenn ich, sobald ich die 5 Paletten Brot und ungefähr 6 Paletten Kuchen verladen habe. Okay. Dann kann ich das machen. Okay. Gut. Okay. Oh Gott, warum haben wir so viel? Warum backen wir so viel? Und warum ist die Brotproduktion nicht aus? Weil ich sie immer noch nicht ausgemacht habe, soll ich jetzt komplett. Ich finde Brot war eigentlich auch nice. Einfach deswegen, weil wir. Ja, okay, lass an. Weil wir ultra viel Mehl haben. Boah, ja, das ist. Nee, lass an. Mein Gabelstapler ist kaputt. Der lenkt nicht so, wie ich das will. Achso, nenn mich bitte Mario. Achso, ja, stimmt. Du hattest ja gesagt, du bist mit dem Account von. Sorry. Ja, mache ich. Werde ich mir notieren. Mario.
Aber das kann ich mir eigentlich ziemlich gut merken. So, jetzt heißt es hier Wolle verladen, Leute. Meine Lieblingsbeschäftigung. Hab viel Spaß. Nein, den haben wir gleich zusammen. Du hast gesagt, du hilfst mir. Ja, aber ich hab auch noch einen Job. Du hast auch noch einen Job? Nein, hast du nicht. Ich muss auch arbeiten gehen. Ach ja. Naja, Hauptsache es läuft jetzt. Hm. Ja. Was haben wir jetzt nochmal? Was brauchen wir jetzt nochmal als nächstes? Den Gruber. Ja. Bring mich doch mal auf den neuesten Stand der Dinge. Was kostet der uns? 140. Oh, ist so gut. Wenn du das verkaufst, dann haben wir den Inn. Stimmt. Beziehungsweise das und vielleicht noch die Kleidung. Ich guck mal kurz. Ja, mit der Kleidung wäre richtig nice. Mit der Kleidung, weil wir halt immer, wir brauchen immer ein bisschen was auf der Kante, ne? Falls die Kühe mal wieder... Oh, die haben wir jetzt vergessen, einfach tagelang. Eieiei. Eieiei, die Kühe. Die Kühe, die können, glaube ich, nur 2 Tage und dann brauchen die wieder neues Futter. Also, der Kleidungspreis ist gerade auch 30.000. Oh. Sinkt gerade, aber 30.000. 30.000? Ja. Ja. Ist aber noch nicht verladen. Muss ich halt doch jetzt. Ich mach nebenbei. Wäre ja vielleicht auch ganz geil, wenn man was anderes sieht. Aber das Problem ist, ich muss immer noch mit dem Gabelstapler verladen. Ihr habt schon gemerkt, wo das Problem ist, oder? Alles, was mit Gabelstapler zu tun hat. Ja. Mal gucken, kriege ich hin. Wenn das nur diese 3 Paletten sind, dann liegt das im Rahmen der Möglichkeiten, aber nicht, wenn aufliegt. Kuchen wird hier nicht angenommen. Was? Gemeckert? Ja, bei mir hat er gar nicht mal gemeckert. Hat er nicht? Bei mir hat er gemeckert. Ja, der denkt, ich will den Kuchen in die Bäckerei zurückgeben. Oh, ein Helfer hat seine Arbeit erfolgreich beendet. Oh nein! Haben wir nicht gerade noch davon gesprochen, dass der einfach macht, was er will? Ja. Ja, aber wo ist denn der dann gegengefahren? Oh nein, 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 nein! Das war nicht so schlau. Oh, ist aber gerade. Das Schwierige dabei ist ja auch, man kann die Sachen wirklich nur verkaufen, wenn die auch gerade auf den Anhängern liegen, ne? Ich habe aber ein schlechtes Gefühl irgendwie bei dem Helfer, der gerade Rasen gemäht hat. Der kann so schnell gar nicht fertig sein. Nee, der hatte doch eigentlich recht viel Zeit. Nee. Ich habe den doch gerade erst angestellt. Oh, ich habe es geschafft. Einfach 3 Paletten Kleidung. So schnell. Anhänger. Moment. Nur 3 fertig. Bitte? Echt noch 3 fertig? Was heißt hier nur? Also wenn wir das jetzt verkaufen. Ja, ich kann das gleich einmal verkaufen. Vorne. Nee, ich mach das, weil sonst bei mir sieht man ja immer im Stream nur die ganze Zeit das Gleiche. Das stimmt. Ja, dann fahr das jetzt machen. Aber ich muss jetzt nochmal. Mario schreibt, ich hasse Schule, hab aber gute Noten. Namen der Daniel. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Ich hoffe, es geht dir gut. Bei dir ist alles okay. Spanngurte lösen. Nee, ich möchte jetzt erstmal bitte den Anhänger zuklappen. Da musst du die Spanngurte anbringen. Genau. So machen wir das. Das ist super, dass du gute Noten hast. Das ist auch super wichtig. Was soll ich auch anderes sagen? Also zumindest, wenn du so dich selber wohlfühlst mit deinen Noten, sage ich mal so. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht oder ob dieser Satz überhaupt gerade Sinn gemacht hat, aber Jamie weiß, glaube ich, so ein bisschen, was ich meine. Also ich sag immer so, Jamie muss jetzt so nicht die krassesten Bestnoten nach Hause bringen. Hauptsache, er versucht einfach sein Bestes. Und wenn sein Bestes halt eben eine 2 oder eine 3 ist, ja. Ist okay. Kann auch mal eine 4 sein. Aber nicht so oft. Aber nicht so oft, genau. Wo muss ich denn jetzt nochmal hin? Zum Supermarkt. Okay, wir fahren jetzt zum Supermarkt. So, Daniel geht super. Uns geht's auch super. Jamie, wie geht es dir? Geht's sehr gut. Sehr gut. Und weißt du warum, Daniel? Wir haben es endlich geschafft.
unser Kuchen. Rübenfeld abzuernten und unseren Kuchen zu backen. Hier im Landwirtschaftssimulator. Den Kuchen, der 400 Liter wiegt und uns hoffentlich gleich reich machen wird. Oder, Jamie? Ja. Hey, was ist hier los? So, also ich meine, der Preis vom Kuchen ist jetzt auch 10.000, aber der steigt nicht mehr. Glaubst du, ich soll den einfach trotzdem verkaufen? Mit dem ganzen Brot zusammen? Ich würde sagen, schon, oder? Weil 10.000 ist schon ein ganz okayer Preis, glaube ich. Ich würde sagen... Der Preis sinkt halt gerade. Ja, ja, ich weiß, deswegen habe ich ja schnell die Zeit angehalten. Das war doch, weswegen ich vorhin so gekreischt habe. Ich habe 2.000 Liter Kuchen und 5.000 Liter Brot. Oi, Leute, habt ihr das gesehen? 90.000 Kröten. Wir können uns jetzt sowas von den Gruber holen. Los, Jamie, kannst Geld aus dem Fenster werfen. Erstmal möchte ich noch kurz dann gleich gucken, ob ich den den Kuchen verkaufe und das Brot. Ja. Würde ich einfach machen. Ich würde sagen, 10.000 ist schon ein nicer Preis. Keine Ahnung, wie hoch der gehen kann, aber das werden wir schon einpendeln. Ja. Ich fahre einfach mal hin. Der Trecker ist nicht so schnell. Ob da jemand gerade eine Ahnung hat. Sorry, Entschuldigung. Ich bin kurz auf dem Fußgängerweg, weil ich in den Chat geguckt habe. Bin nicht bei euch? Ja, tatsächlich. Wir sind ja in der Nähe von Hamburg, der Daniel. Und der erste Sturm war schon krass. Aber... wo bin ich gerade überhaupt abgebogen? Achso, hier bin ich. Aber der zweite, der soll jetzt noch schlimmer werden. Und es geht draußen schon los auf jeden Fall. Ich habe 2 Abonnenten, aber kein Video. Kannst du mich bitte abonnieren? Ich möchte gern 10 Abonnenten haben. Okay. Aber... oh, jetzt fahre ich hier schon wieder gegen Zaun. Du hast jemanden überfahren. Was? Nein, bei mir ist niemand. Doch, bei mir ist... läuft da gerade eine Frau lang. Achso, nee, das ist bei dir. Das ist ein Anzeigefehler. Das war ein Stein. Ich habe niemanden überfahren. Wirklich? Hallo, hat das jemand gesehen im Stream hier? Wie ist bei euch, Daniel? Ist bei euch Wind? Oh, es ist einfach unmöglich. Was mache ich denn hier gerade für ein Rumgeeiere? Ich darf einfach gerade mal kurz nicht in den Chat gucken, damit ich mit dem PKW überhaupt wieder zum Straßenverkehrsordnung... Sorry. Straßenverkehrsordnung habe ich im Menü ausgestellt, Leute. Besser aufpassen. Jamie? Lebst du noch? Ja. Also. So. Ich verkaufe jetzt. Ja, also. Verkauf. Ich check noch kurz das Geld und dann muss ich noch mal was zu Mario sagen. Oh! Oh! Cash. Hast du alles auf einmal verkauft? Oh! Also du hast jetzt Kuchen und Brot verkauft. Kuchen und Brot. Boah, Leute, also for real? Der Kuchen hat die Hälfte davon gemacht. Krass, oder? Wir haben einfach mal so locker flockig hier gerade richtig abgesahnt. Also der Kuchen lohnt sich schon auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wir pflanzen die Rüben trotzdem nur so alle 3 Jahre oder so. Daniel ist heute 5 Minuten lang zur Arbeit gelaufen und war klitschnass. Ja, gestern sind wir auch mit den Hunden raus. Das waren, glaube ich, gefühlt nicht mal 5 Minuten. Wir waren auch komplett durchnässt. Ja, ja, es war eine Minute. Wir haben praktisch gerade so die Nase rausgestreckt und waren auch schon komplett durchnässt. Ja. Ja, also... ja. Aber der Wind ist hier auch gerade aktuell viel schlimmer. Wir hatten auch die gestern... warst du überhaupt gestern? Nee, gestern hat es sich dann doch wieder ein bisschen beruhigt, ne? Doch, wir hatten Hagel und... oh, richtig crazy. Also, Mario, nochmal zum Abonnieren. Grundsätzlich, ich gucke ja sowieso gerne auch bei anderen rein und dies und das. Und wenn ich da an den Videos irgendwie Spaß dran habe oder das Game mir gerade sowieso gefällt oder man sich irgendwie kennt, klar abonniere ich die auch. Wenn du keine Videos drauf hast... warum wünschst du dir denn so gerne 10 Abonnenten? Man, naja, theoretisch spricht dann da eigentlich auch nichts gegen, aber... also, ich weiß, das wolltest du jetzt nicht, aber um jetzt nochmal aufs Thema zu kommen, Abo gegen Abo ist hier nämlich nichts für uns. Ne? Jamie, bist du noch da? Ja. Ich glaub schon. Okay. Hey, mega cool, einfach 9 Däumchen am Start.
Richtig nice. Bei mir 10. Was? Das ist frech. Bei mir ist es immer ein Däumchen mehr als bei dir, glaube ich. Ja, aber ich bin im normalen Chat. Ich bin gar nicht immer. Es ist frech. Egal. Vielen Dank auf jeden Fall und auch alle, die zuschauen. Richtig nice. Jetzt auf irgendwas wollte ich jetzt noch. Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon wieder einen Faden verloren. Und ich weiß, du hast auch meinen Faden verloren. Deswegen ich kaufe die Gruber, okay. Ne? Ich kaufe das Gruber. Ja? Sind sie noch da? Und der Daniel haut einen raus. Siehst du, Mario? So geht das hier. Na, ist jetzt sind's bei mir schon 11. Achso, habe ich jetzt gerade Quatsch erzählt. Das war wegen der Däumchen. Ja, manchmal ein bisschen lost, die Milena. Das ist halt so. Und ich komme hier immer noch nicht. Ich wette auch, unsere Gewächshäuser haben mittlerweile kein Wasser mehr. Ja, warum verbrauchen die so wenig Wasser? Haben die das auch geändert? Ich weiß es nicht. Normalerweise, wenn wir so 2-3 Tage vorgespult haben, dann... Das, ne? Mm, genau. Da musste ich schon nachtanken. Welchen Trecker kann ich denn für hier oben nehmen? Ich komme hier mit dem Wassertank gerade nicht weiter. Also... Du kannst... den... Valtra nehmen, den ich bei meiner Forstwirtschaft habe. Bitte einfach nur sagen, Farbe und Größe und nichts mit Marken hier um dich schmeißen. Das? Da habe ich eh keine Ahnung. Ja, wenn du mir jetzt irgendwelche Marken sagst, dann habe ich eh keine Ahnung. Ja, der bei Trecker mir vom Forstwirtschaft steht, der Valtra. Das ist ein schwarzer Trecker. Okay, ich ruppel vielleicht mal ganz kurz. Der hat zumindest mehr PS. Ja, okay. Nein, ich wusste schon, warum ich das nicht abkuppeln, weil hier nämlich der Anhänger noch mit dran ist. Mit dem ich jetzt nie wieder ankuppeln kann, werde können müssen. Gott, nein. Was habe ich getan? Oh, was hast du getan? Ich kümmere mich darum. Die haben kein Video und die haben 10.000 Abonnenten. Oh, echt? Boah, wie haben die... Naja, deswegen sage ich ja, Mario, also diese Abo gegen Abo-Kram, den findest du ja überall. Es gibt ja auch Leute, die starten Streams und dann steht das schon in der Überschrift. Von wegen hier Road to, keine Ahnung, 200 oder... Ne? Ja, ich kümmere mich gleich um das mit dem Trecker. Ich hole aber erstmal kurz den Gruber. Und so kann man sich natürlich schnell Abonnenten erhaschen. Aber wir wollen... Also wir machen das nicht, weil wir wollen nicht einfach nur schnell Abonnenten, sondern wir wollen auch einfach Leute, mit denen man so wie jetzt hier im Stream... einfach ein bisschen Spaß haben kann, ein bisschen quatschen, auf ganz entspannt. Und vor allen Dingen auch Leute, die dann auch einfach reinschauen. Bringt mir ja nichts, wenn ich irgendwie 5.000 Abonnenten habe, aber nur 10 Aufrufe auf mein Video. Nö, also da habe ich lieber nur 100 Abonnenten und habe aber wenigstens auch mindestens 20 Aufrufe auf dem Video. Was ist einfach, was ist hier los? Warum haben wir das so gemacht damals? Ja, ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich da gleich. Okay, das ist nett. So, was seid ihr, Mama und Sohn oder Geschwister? Oh, da hat Mario vorher nicht aufgepasst. Nee, macht ja auch nichts. Kein Problem. Es gibt welche, die das tatsächlich schon gedacht haben, dass wir Geschwister sind. Wegen Stimme, dies, das und so, ne? Kann ich mich oder? Gar nicht dran erinnern. Nee, ich habe einfach irgendwann einen Kommentar gehabt. Nicht, lol. Und da stand dann einfach von wegen Duo hier Geschwister, bla, schaut auch irgendwie mal bei uns rein oder irgendwie so. Und das waren dann nämlich auch tatsächlich Geschwister. Also, Mario, von den Stimmen glaubst du, wir könnten Geschwister sein? Ich bin aber Jamies Mutter. Mama. Mutter mit Rrrr. Genau. Ich bin Jamies Mutter. Deswegen muss er auch schön aufpassen, was er hier sagt. Was? Nicht. Nein, nein, ist Spaß. Oder? Kannst ruhig die Wahrheit sagen. Ich renne hier einfach schon wieder total verpeilt durch die Gegend. First, gab unsere Hühner verhungern. Ja, dann kann ich hier gleich direkt mal unseren schönen neuen Gruber zeigen. Daniel, was soll uns dieses Emoji sagen?
weiß es leider nicht. Es ist ein Wink-Emoji. Oh, die Hühner sind doch noch nicht ganz am Verhungern. Ich weiß. Oh, aber irgendjemand muss die Eier rüberfahren. Oh. So, wo bist du? Das ist tragisch, ich bin weg. Wo bist du? Ich bin da, wo du nicht bist. Wo bist du? Bei meinem Gabelstapler. Okay, also bei der Wolle. Ungefähr. So, ich zeig dir mal den Gruber. Kannst du mal so zu der Fläche neben der Bäckerei oder so kommen? Oh Mario, du stellst ja Fragen. Also. Ich bin schon ein bisschen älter als 25. Ach so, Daniel. Ja, mega nice. Haust du rein. Super cool, dass du da am Start bist, Daniel. Mega geil. Was ist das? Das ist der Gruber, ja, den du gerade gekauft hast. Das ist... Alter. Möglicherweise... Achtung! 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 Hallo? Kannst du bitte vorher mal anmelden? Alter, das Leute. Das sind natürlich keine 10 Meter. Das sind 15,7. Alter Schwede. Ja, ich würde sagen... Da haben wir das Geld erfolgreich investiert. Nein, bitte zusammenklappen. Alles gut. Alles gut. Alles gar nichts Gute. Panik. Alles wird überleben. Ich muss sonst hier meine Deko abreißen. So. Also. Wir greifen nochmal das Alter von Milena auf. Hatten wir nicht eigentlich gesagt, dass wir das... Ach, egal. Nein, Mario, du nervst nicht. Überhaupt nicht. Es ist nur so, dass ich scherze immer ein bisschen wegen meinem Alter. Du nervst überhaupt nicht, kein bisschen. Aber ich scherze immer ein bisschen wegen meinem Alter. Weil du das jetzt nämlich gerade sagst, von wegen, wie jung ich war. Ich habe vorhin gesagt, ich bin... schon öfters 25 geworden. Und zwar, wer rechnen will, schon 15 Mal. Genau. Und nächstes Jahr ist es auch wieder so weit, da werde ich auch 25. Auf ewig 25. Auf ewig 25. Und dann habe ich gesagt, nur alte Leute sagen, man fühlt sich so alt, wie man sich fühlt. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Man fühlt sich Leute, so alt, wie man ist. Es wird spät, da kommt langsam hier Gulasch, oder? Was? Oder Mundfasching? Es gibt doch so einen Spruch, wenn man irgendwie nur noch Quatsch redet. Knotenzunge? Nee, Zimtknoten. Knotenzunge, Mann! Wo bist du denn hier? Ja. Komplett woanders einfach. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, was wir eigentlich quatschen. Zunge im Knoten. Ja, nee. Einfach nur reden, ohne dass es Sinn ergibt, ist ja was anderes. Hä, was ist los? Ach, ihm war das noch nicht okay. Ja, Leute, ich mach wieder das, was ich einfach am liebsten mache. Wolle verladen. Bist du sowas bei 30 oder 40? Ja! Sagen wir mal, so ungefähr. Ist korrekt. Ja. Genau. Big, weißt du, du kommst wieder zur richtigen Zeit, und zwar, wenn wir über mein Alter reden. Es ist zum Mäusemelken. Das ist doch getimed. Also wirklich. Ja, also, aber wie gesagt... Mir ist es auch egal, wie alt ihr seid. Ja. Also, ich, ja. Bin schon ein bisschen älter. Das hört man meiner Stimme nicht an. Rauche nicht, ich trinke nicht. Ich bin nur ein bisschen älter als 25. Ja. Mario hat gerade richtig geraten. 10.000. Das ist vollkommen richtig, ja. Ja, genau. Und vollkommen richtig, du bekommst eine 1+.
Oh, Big. Big schmeißt mit Komplimenten um sich. Ich bin 21. Ja, so ist das. Ich habe sehr früh aufgehört zu rauchen. Und andere... Ja. Nein, Quatsch. Alles Grütze. Ja, aber meine Stimme hört sich auch irgendwie so jung an. Also habe ich zumindest schon öfter gehört. Ne, finde ich aber tatsächlich auch eigentlich. Das findest du tatsächlich auch eigentlich? Eigentlich. Krass. Irgendwann mal habe ich das gefunden. Krass. Und das sagt so ein 12-Jähriger, ne? Oh, Moment, ich habe... Mir ist das egal für mich. Achso, Big hatte ich schon. Ich mag deine Stimme. Oder 100 Millionen Jahre. Musst du sagen, was ist die richtige Antwort? Beides ist irgendwie richtig. 10.000 und 100 Millionen. Jo. Verstehe. Ja, weil alt kann ja alles Mögliche sein. Das ist schön, Daniel, dass du die Stimme magst. Also, welche auch immer, ob meine oder die von Jamie. Das macht der Wodka. Nix Wodka, Big. No. Nix Wodka. Hier wird nix konsumiert, Wodka. Sicher. Vor allen Dingen, weißt du, ich weiß ja nicht, ob der Big das weiß überhaupt, dass ich in Polen geboren bin, aber da wäre er ja mit Wodka auch gar nicht verkehrt. Da hört man dann ja immer die Sprüche. Ey, ne? Und so. Wodka. Aber nix Wodka. Ein Alkohol. Ah, ja. Vollkommen richtig, ein Monat alt. Das ist final die richtige Antwort. Das wäre doch vielleicht ein bisschen zu krass. Mario. Sowohl als auch. Das ist nice, Big. Daniel, meine ich. Jetzt komme ich schon durcheinander hier. Das ist schön. Freuen wir uns. Aber kein Scherz, eure Stimmen sind schön. Oh, danke schön. Vielen Dank. Ach so, deswegen schreibt Big das, weil er das weiß. Ja, aber nix Wodka hier. Nix Wodka. Nix Wodka. Nix Wodka. Also schon mal im Leben, ja. Aber... grundsätzlich auch eher... oh Gott, was ist das denn? Oh, guck mal, das hat der Bot aber nicht gedingstert hier, ne? Das versteht er nicht. Wieso, was denn? Big schimpft. Oder flucht. Schimpft nicht. Flucht auf Polnisch. Falls er das meint. Es sei denn, es gibt ja auch verschiedene Arten von Wodka, die heißen, die haben andere Marken und heißen vielleicht anders, aber damit meint er das vielleicht nicht. Nicht. Aber ich habe das auch schon mal gehört. Ich habe das gegoogelt. Ich weiß, was das heißt. Es ist ja so. Ja, deswegen sage ich ja, der Bot, der ist ja nur auf Deutsch eingestellt. Aber es ist auch so eine. Meine Tanten zum Beispiel. Also, man kann ja auch sagen. Ich will das jetzt lieber nicht sagen, weil ich weiß nicht, ob ich das auf YouTube überhaupt darf und ob ich dann irgendwie Schwierigkeiten bekomme. Aber man kann ja auch so rumfluchen, so wie. Scheiße oder verdammt nochmal oder keine Ahnung. Und dann ist das Wort nicht so schlimm, aber es gibt dann noch eine andere Beleidigung, die ich ja hier auch nicht sagen will. Das wäre dann aber tatsächlich eine richtige Beleidigung. Ach, Big arbeitet mit vielen Polen. Ah, Big weiß Bescheid. Guck mal, Big, ich habe ja, wenn ich Deutsch rede, kaum einen Akzent. Aber wenn ich Polnisch rede, höre ich mich einfach komplett anders an. Und jetzt sagen gleich einfach alle, bitte rede mal Polnisch. Rede mal Polnisch. Bitte sag mal was. Bitte sag mal was auf Polnisch. Weil Polnisch ist so eine, also Polnisch ist ja so R und G und G und so. Ach so, warte mal, Mario hat noch was geschrieben. Oder 0 Sekunden alt, genau. Ich habe einfach alle ausgetrickt, das ganze Zeitkontinuum und bin einfach unaltbar. Der Ersatz ergibt einfach null Sinn. Kühe verhungern? Was? Ja, die müssten ihr Essen bekommen. Jetzt fängt's schon an. Guck mal im Chat, was Daniel geschrieben hat. Aber der Anhänger ist ja voll. Ich habe ja vorhin hier. Ja,
Ich weiß. Ich habe ja stark befühlt die Futtermischwagen. Guck mal, was Daniel geschrieben hat. Ja, habe ich gesehen. Ich versuche es zu ignorieren. Nee, das musst du jetzt machen. Also wenn ich Polnisch rede, dann sagt meine Familie in Polen, also ein Teil unserer Familie lebt noch in Polen. Und ich habe deswegen keinen Akzent, weil ich war 7, als wir nach Deutschland gekommen sind. Und ich habe dann schon immer Deutsch geredet, deswegen habe ich auch keinen Akzent. Wenn ich in Polen bin und Polnisch rede, sagen die zu mir, ich habe einen deutschen Akzent, wenn ich Polnisch rede, weil die Polen, die Polen. Die rollen ja ihr eher so und überhaupt. Und ich hoffe, ich war nicht so übersteuert. Doch, du warst ziemlich übersteuert. Also ich habe dich eher durch die Tür gehört. Ich glaube, der Chat hat dich eher nicht so kreischen hören oder lachen. Aber das liegt einfach daran, dass ich das auch nicht besser einstellen kann über OBS. Weil du bist ja auf Desktop-Sound über Discord. So, also. Wo war ich? Genau, ich spreche die Wörter nicht mehr so, also so schwer und genau, ich spreche mehr so das Polnisch und Deutsch ist ja so so eine geschmeidige Sprache, so, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Einfach niemand hat einen Plan, aber ist ja auch egal. Also, ich kann ja mal kurz sagen, hallo Daniel, wie geht es dir? Dobry wieczór, Daniel, jak ci idzie? So, und Jamie spricht ein bisschen Polnisch. Cześć. Cześć, dobry wieczór. Jamie spricht... Hey, hallo, was machst du da? Also... Privet. Hey, das ist Russisch. Hoppla. Ja, nee, das war kein Polnisch. Also Jamie redet so umgangssprachlich Polnisch. Ne? Aber die in meiner Familie... die sprechen auch Englisch und so weiter. Also Kommunikation ist auf jeden Fall am Start. Also ich habe das jetzt nicht so gemacht. Ich muss aber auch sagen, ich kenne nicht so viele Polen hier in Deutschland. Ich kann eigentlich ehrlich gesagt niemanden zu meinem Freundeskreis zählen. Wir haben Jamie praktisch die freie Wahl gelassen, ob er das dann später selber lernen möchte. Weil wir hier zu Hause... Gibt es voll viele, die auch halb polnisch sind, zum Teil. Jetzt bei dir in der Klasse? Auch vorher schon. Ach so. Ach ja, stimmt. Naja, von 2 weiß ich auf jeden Fall. Und es ist halt auch ein Unterschied. Man hört das dann direkt, wenn die Kinder... Die werden dann meistens, also so kenne ich das, dass die Eltern dann nur Polnisch mit ihnen reden. Und wenn sie in den Kindergarten kommen, dann ja kriegen die Deutsch da ja automatisch mit. Und das wollte ich halt nicht, ne? Bei Jamie. Schließlich leben wir hier in Deutschland. Ich wollte, dass Jamie Deutsch spricht. Und deswegen war das, was wir gemacht haben. So. Mein Kollege ist ein Rumäne... Der nur auf Italienisch flucht, okay? Aber das hört sich ja wahrscheinlich auch witzig an, ne? Ja. Also, weil die Rumänen haben ja auch so eine... Ne? Genau. Nee, ist klar, Mario. Kein Problem. Weiß ich, dass das nicht böse gemeint ist. War bestimmt darauf, weil ich ja auch gerade die Pollen mich versprochen habe. Alles gut. Ja. Und von daher, also wir fahren jetzt auch diesen Sommer, wenn alles klappt. Mal gucken, wie das jetzt ist mit den Lockerungen und so. Wir haben ja seit kurzem 2 Hunde. Seit kurzem 2 Jahren. Seit kurzem 2 Jahren. Ja. Und wir wollten dann eigentlich wieder nach Polen, aber... Als wir den ersten bekommen haben, warst du zum 13. Mal 25. Wow, welch eine Feststellung. Da wollen wir auf jeden Fall mit einem Wohnmobil vermutlich, wenn alles klappt, das erste Mal nach Polen. Wir sind ja da so aus den Masuren und da wird es bestimmt irgendwelche schönen Plätzchen am See geben, wo man dann auch entspannt halt einfach mit 2 Hunden hinfahren kann, ne? Mhm. Und vor allen Dingen, wenn wir nachher dann da die Tanten besuchen in allen möglichen Städten. Ja.
dass man dann einfach überall entspannt schlafen kann. Weil bei uns Polen ist es ja so, meine Tante zum Beispiel, die hat eine ganz winzige Wohnung. Hey, die hat, glaube ich, 26 Quadratmeter. Ist aber ihre eigene. Ist eine Eigentumswohnung, hat sie sich gekauft. Ist auch total super süß eingerichtet und für sie auch einfach ausreichend. Sie ist halt alleine. Aber wenn wir natürlich da zu Besuch kommen, dann heißt es immer auf dem Boden schlafen. Und wenn ja halt jetzt die Hunde dabei sind, kritisch. Ich bin gleich wieder da, ja. Okay. Mute dich kurz, ja? Hat Jamie nicht mehr gehört. Hey, mega nice. Wir haben auch zwei Katzen. Also wir haben zwei Kater. Wir haben zwei Hunde, zwei Kater und ein Zwergkaninchen. Okay, ich bin 40. Ganz schnell. Ich wiederhole es nicht nochmal. Ach ja. Ich bin 40 geworden im Januar. Ja. Ich bin ein alter Hase. Aber bitte jetzt nicht deabonnieren. Mario, bitte nicht. Hier in meiner Region leben viele Polen. Meine Nachbarn, ein polnisches Studentenpaar. Ja, mega nice. Also grundsätzlich ist ja auch cool. Aber ich habe zum Beispiel damals schon gemerkt, in der Schule, ich hatte ziemliche Schwierigkeiten. Gott, ich kann mich hier gleich einfach gar nicht mehr bewegen, in gar keine Richtung. Ich hatte ziemliche Schwierigkeiten, weil mit 7 bin ich ja immer noch jung, genau, Big. Ich sage immer, mit 40 fängt das Leben gerade erst an. Ach ja, siehst du, deine Mama, naja, kann man sehen, wie man will, ist halt so. Ich meine, letzten Endes gehen wir alle durch dieselben Jahresalter durch. Und siehst du ja selber, man kann trotzdem auch dieselben Interessen haben, auch wenn man so viele Jahre voneinander entfernt ist, was das Alter betrifft, ne Mario? So, dann nochmal zu den Polen. Also hier ist es jetzt einfach Pech irgendwie oder so, dass ich hier gar keine Leute so im Freundeskreis habe, die aus Polen sind. Halt einfach Zufall. Oder Pech oder Zufall, keine Ahnung. Ich habe ja nichts gegen Polen, ne? Aber ich habe das damals sehr schnell in der Schule gemerkt, weil... Hallo. Hi, Jamie ist wieder am Start. Ja, ich wurde ja hier mit 7 eingeschult, komplett ohne deutsche Sprache und das war echt, und da waren viele Polen in der Klasse und ich habe die ganze Zeit mit denen gequatscht und so und war auch wirklich cool, aber ich habe einfach nichts gelernt. Es war einfach wirklich schrecklich. Und das war richtig fiese, weil, ja, ich konnte kein Deutsch, dann direkt erste Klasse den Stuff. Ohne Deutschkenntnisse, das war einfach Horror. Und dann bin ich auch noch im zweiten Schuljahr, weil ich eigentlich noch zu jung war für die erste Klasse, direkt in die zweite Klasse gekommen. Also keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. So, aber wieder zurück zum Landwirtschaftssimulator. So alt, wie ich mich momentan fühle, werde ich nicht. Big wieder. Ja. Ja, ich würde ja sonst immer darauf verweisen, über das Alter redet man nicht. Nö, ich rede auch eigentlich nicht gern drüber. Aber gar nicht, weil ich nicht gern drüber rede, sondern weil ich es einfach egal finde. Hä? Ja, weil ich es egal finde, wie alt man ist. Weißt du, ich sag ja nicht, ich gucke deinen Stream oder ich gucke dein Video oder ich abonniere dich, weil du so und so alt bist, sondern nö, hat ja andere Gründe. Ja. Mario ist ein Alpenbub. Habt ihr eigentlich auch mal vor, mit Facecam zu streamen? Hä? Facecam, was ist das? Nein. Spaß. Hatten wir gerade eben schon das Thema, witzigerweise. Daniel? Und ich kann leider auch gar nicht wirklich bedacht darauf antworten oder überlegt oder sowas, weil wir uns ehrlich gesagt noch gar nicht Gedanken darüber gemacht haben, mal mit Cam zu streamen. Deswegen könnte ich das vielleicht eher mit einem Nein beantworten. Wahrscheinlich. Möglicherweise.
Hey, was soll das? Mann, das regt mich so auf. Was denn? Ich kann einfach. Wo ist eigentlich deine Hilfe? Hallo? Ich bin beschäftigt immer noch. Womit bist du beschäftigt? Also, die Zuckerpalette liegt da hinten immer noch. Damit kannst du schon mal nicht beschäftigt sein. Sunny, unser Hund, verhungert. Der kann nicht verhungern. Ja, zum Glück. Ich mach Wasser. Ja, also. Gott. Ich denke mal nicht, Daniel. Wie gesagt, wir haben noch nie, also es war nie unser Ziel. Keine Ahnung, wir machen YouTube einfach so just for fun. Und haben ehrlich gesagt noch nie uns überlegt, dass wir jetzt irgendwie eine Webcam brauchen oder sowas. Man weiß es ja auch immer nicht, was dann vielleicht mal sein könnte, aber im Moment aktuell. Hallo, Vorsicht! Ach, dieser Trecker. Ja. Das ist der Trecker, den ich nie sehen will, weil der einfach wenig hübsch ist. Ey. Nein, sieht schon cool aus, aber passt hier nicht zum hübsch dekorierten Bauernhof. Ey. Ey, gönnt ihr mal ein... Ich kann das so schlecht lesen. Was steht da? Ein Garner Pastro 123. Was ist das? Gamer Pastro 123. Aber steht da Gamer? Gönn dir mal Gamer Pastro 123. Okay. Hab immer noch keine Ahnung, was das ist. Du? Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Und wie sie sehen, dann sehen sie, dass sie gar nichts sehen. Was? Also. Hallo DK! Hey, DK ist am Start. Yay! Sehr cool. Ausrufezeichen DK. Ist das Ausrufezeichen DK? Glaube ich. Okay, Moment. Also erstmal muss mir Mario ja sagen, was er überhaupt meint. Das Problem ist, ich habe irgendwie meinen kleinen Monitor, über den ich den Chat jetzt sehe, auf ein anderes Regal jetzt gestellt und habe jetzt die Halterung von meinem Mikrofon so halb im Bild. Deswegen kann ich manchmal schlecht lesen, was ihr schreibt. So, Daniel schreibt, also erstmal DK, mega cool, dass du noch reinschaust. Ich weiß ja, bei dir ist im Moment gerade Zeit knapp und so. Sowieso immer die böse Zeit. Aber selbst wenn nur kurz, freut mich auf jeden Fall. Genau. Wenn irgendjemand bitte so freundlich ist, Ausrufezeichen DK einmal im Chat. Bitte? Ganz lieb, fragt und guckt. Achso, hat der Daniel schon gemacht. Mega nice, danke. Muss kurz lesen, was Daniel geschrieben hat. Keine Ahnung, warum ich manchmal der Daniel und manchmal nur Daniel sage. Ich habe gefragt, weil ich für ein Format von mir immer nette Streamer suche und da würdet ihr natürlich super passen. Oh, danke. Aber das ist leider immer mit Cam. Ja, habe ich, glaube ich, letztens gesehen, den Stream. Beziehungsweise verfolgt. Ich hatte noch ein bisschen was nebenbei zu tun. Game Master oder so, ne? Heißt der. Kann auch falsch sein, aber ja, mega lieb. Auf jeden Fall, dass wir da reinpassen würden. Ich habe gesehen, war auch mega lustig. Habe noch nicht so richtig verstanden, worum es ging, weil ich, wie gesagt, nicht hundertprozentig aufpassen konnte. Aber ja, wenn es irgendwann mal soweit ist, sagen wir dir gerne Bescheid, Daniel. Ach, Taskmaster, Game Master. Ja, sorry. Das halte ich von deinem Kanal. Oh, Mario, mega nice, sehr cool. DK hat nie Zeit. Ja, wo du recht hast, hast du recht. So ist das. Aber im Moment noch weniger denn nie. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass DK kurz reinschaut. So mega, Leute. Einfach 11 Daumen. Was geht denn ab? Mega cool. Geil. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Das war heute schon wieder einfach so eine Spontanaktion. Und dann ist es doch immer richtig schön, wenn das einfach richtig Fun macht. Ja. Weißt du, was ich vergessen habe? Vor einer halben Stunde hatten wir doch die Anzeige, dass der Helfer seine Arbeit beendet hat. Was ist mit dem? Ja. Der ist tatsächlich fertig und der hat seine Arbeit tatsächlich erfolgreich beendet, glaube ich. Warte mal ganz kurz. Hat eigentlich der Mod
Hat er das ausgeführt? Und DK? Der Bot meinst du? Nee, ja. Ich glaube nicht. Okay, Moment. Ich muss mal kurz gucken, ob das der falsche Befehl war. Ich habe es mir jetzt endlich aufgeschrieben. Daniel muss ich mir, glaube ich, auch noch mal was überlegen. Mhm. Ja, sorry. Es war Ausrufezeichen DKMJ. Alles klein geschrieben. Bei Big sind es 12 Daumen. Du, Big, ich nehme auch 12 Daumen. Gar kein Problem. Bei mir sind auch 12 Daumen. Ich weiß nicht, warum das mal nur bei mir so ist. Aber ist ja auch halb so wild. Ich habe extra für DK die Stream-Latenz umgestellt. Und ich stelle jetzt nochmal diese Rasenmähgerät an. Und ah ja, sehr cool. Ah ja. Funktioniert. Sehr gut. Danke, Bot. Und danke, Big. So. Okay. Gott, ich habe das Gefühl, ich habe einfach die letzte halbe Stunde ohne Punkt und Komma gesabbelt. Also hole ich jetzt mal Luft. So ungefähr. Sorry. So. Nein, nein, ich halte es eh nicht lange aus, ohne zu reden, von daher. Keine Panik, keine Panik. Ich muss nur endlich, hier sind 47% drin. Weiß nicht, wo der hier seine Arbeit beendet hat. Oh. Der hat nur wieder abkassiert. Aber ich muss doch noch hier mit V. Moment. Denken, sehr nice. Ja, gerne, DK. Wobei ich die bei dir ja mittlerweile echt mal überarbeiten muss. Hallo? Was läuft hier falsch? Weiß ich nicht. Moment, Moment, Moment. Doch, er mäht. Ach so, der war wieder nicht ausgefahren. Ja, es ist tricky. Die Nachricht von dir, Dike, die muss ich ja langsam... Also ist mit der Zeit nicht, aber... Den zweiten Satz. Na, ich guck mal, was ich mir da so... Ich hab gerade auch noch mal Ausrufezeichen Big gemacht. Ja, genau. Macht das mal ruhig ab und zu. Gönnt euch eine Runde. Und Big, wenn du nichts dagegen hast, würde es mich freuen, wenn ich dich auch als Moderator hier hinzufügen darf im Kanal. Das verpflichtet dich natürlich nicht dazu, hier vorbeizukommen, aber das einfach, wenn du mal vorbeikommst, du einfach, ja, halt auch einfach den Mod-Status hast. Mhm. Ich glaube, so wie ich den eingestellt habe, das war jetzt gerade ein bisschen blöd. Nein, bestimmt nicht. So, hast du unsere Kühe gefüttert? Ja, ich habe unsere Kühe gefüttert. Ja, genau, DK. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Genau das wollte ich sagen. Aber ich bin einfach schon, es ist schon sehr spät und ich bin schon mehr loster als sonst. Was? Denn die Reifen sind bei DK tatsächlich sehr kalt, weil schon sehr, sehr lange kein Need for Speed mehr auf seinem Kanal kam. Dafür... Aber viele tolle Streams jeden Sonntag. Und auch sonst hat er zuletzt The Last of Us 2 geguckt. Also Leute, wer das feiert, gönnt euch. So im Allgemeinen. Könnt ihr gern mal Kanäle hier abchecken. Dies, das. Sind super nette Leute und so. Aber bitte kein Abo gegen Abo oder sowas, ne? Also nur abonnieren, wenn es euch gefällt. Oh, schade, Mario. Aber weißt du was? Ist doch trotzdem mega nice. Ich meine, das ist jetzt 21:45. Ist doch richtig cool, dass du überhaupt so lange dabei sein konntest. Und ja, wir streamen ja noch öfter. Abo hast du ja da gelassen. Von daher kriegst du es vielleicht auch mit. Und super cool, dass du am Start warst. Schöne Grüße nach Österreich und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Gutes Nächtle.
Jetzt nicht lecker. Und hoffentlich ist nicht so windig bei euch. Falls es da überhaupt windig ist. Boah, wie viel Käse hier einfach ist. Check mal kurz den Käsepreis. Warum ist eigentlich... Um den Käse kümmere ich mich gleich. Wie sieht denn deine Wolle aus? Hm? Ist noch Wolle da. Ist aber auch schon viel Wolle weg. Beantwortet das deine Frage? Nicht ganz. Okay. Dann mach mal gleich weiter. Ich mach den Käse jetzt. Ja, also... Ich lade ihn zumindest mal auf. Du bickst nochmal. Ich habe ja auch nichts mitgekriegt, was da eigentlich passiert ist, aber es braucht halt schon auch irre lange, um zu heilen. Also ich sage jetzt nichts, weil weiß ja auch nicht, ob du weißt, ob ich das sagen sollte. Keine Ahnung. Ich habe es halt nur mitgekriegt. Wo war das jetzt nochmal? Im Stream. Bei Daddy letztes Wochenende, genau. Genau. Habe ich aber ja auch schon gesagt, auf jeden Fall weiterhin gute Besserung und erhol dich gut und so. Und das wird ja noch ein Weilchen dauern. Und genau, gut, dass es jetzt besser ist und dass du vor allen Dingen wieder zu Hause bist, Big, ne? So, jetzt nochmal. Käse geht gerade runter. Aber ist guter Preis beim Supermarkt. Genau, beim Supermarkt 6.000 ist aber mega nice, weil... Ja, selbst wenn du nur das verlädst, aber hier ist, glaube ich, noch mehr. Ja, das Tausender? Ist noch mehr. Ja. Ja, der Anhänger ist aber... Ach, da ist der. Der steht hier. Ja, ich glaube, ich habe da noch einiges voller gesehen. Ich fahre jetzt aber nicht schon wieder Kuhfutter machen. Das gibt's nicht. Ja, du kannst Wolle machen. Hey, nein. Mit der Wolle bin ich gleich fertig. Und außerdem hattest du gesagt, du machst die nächste. Das habe ich nicht. Ich mach Käse. Wenn ich zu tun habe, dann habe ich zu tun. Jetzt habe ich das so gesagt, Big, als ob ich irgendwie eine Ahnung hätte oder so. Aber ich habe ja eigentlich auch nur mitbekommen, dass du zumindest letzte Woche noch im Krankenhaus warst, weil du dir die Rippen, wie viele weiß ich nicht mehr genau, gebrochen hast. Und wie, habe ich auch keine Ahnung oder so. Aber ganz fiese, ja. Deswegen, da hätte ja noch Schlimmeres wahrscheinlich passieren können, denke ich mal. Was auch immer es war. Aber Big geht's besser. Das ist gut. Ja, das ist eine Menge Käse und ich... Oh, was ist hier passiert? Ungefähr, ich glaube, 11.000 Liter Käse oder so. Hast du den Rest hier weggebracht von der Wolle? Ja. Oh, damit ich das Kuhfutter machen kann. Was? Oder sowas, keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, du bist ja ein Schatz, da hättest du noch mal 3 Sekunden warten können. Das geht so nicht. So, jetzt darfst du Kuhfutter machen. Oh nö, Leute, ich muss schon wieder Kuhfutter machen, das will ich aber nicht. Ja, okay, ich mach noch einmal Kuhfutter, aber das nächste Mal bist du dran, egal ob offline oder online, okay? Nur wenn ich nichts anderes zu tun habe. Was nur ich machen kann. Ja. Okay, gut. Es ist einfach zum Mäusemelken. Das dauert dann auch schon wieder so ewig. Ich werde da einfach jetzt die nächste halbe Stunde dann auf dem Parkplatz von diesem Laden verbringen. Hey, hallo. Vorsicht, alte Frau hier unterwegs. Was? Warum? Hier ist Arbeit. Oh, ein Autounfall war es sogar, Big. Ach du Schreck. Oh Gott. Ja. Und dann... Dann aber wirklich schön, dass es dir halbwegs wieder gut geht. Also wirklich. Boah, was rast denn der hier so? Ist 30er-Zone, Mann. Ja. Hä? Was ist hier los? Was ist hier an dieser Kreuzung los? Was denn? Hallo? Kann man hier hupen?
Null. Na, was ist denn? Keine Ahnung, da stehen sich zwei Autos mit einer Verkreuzung gegenüber und fahren nicht weiter. Oh. Nett. Und jetzt ist hier schon mal die lange Schlange, guck mal. Oh Gott. Hallo, was ist mit euch? Ja gut, ich meine, ich halte mich eh nicht an die Straßenverkehrsordnung, aber wenn ich hier jetzt mich einmal irgendwo einpendeln, dann komme ich hier gleich nicht mehr raus. Ach doch. So, tschüss, ich bin weg. Mario. Was? Driften mit dem Trecker hier? Das ist, glaube ich, unmöglich. Ich kann dafür andere Tricks, wirst du gleich sehen. Wenn du noch 2 Minuten Zeit hast, ich muss ja gerade hier mit diesem Futtermischwagen zum Laden fahren und da kann ich immer sehr coole Stunts machen, weil einfach die... Ja, sehr coole Stunts, wo du nach vorne übergibst, weil genau. Die Ball einfach locker eine Tonne wiegen. Genau, weil die Quaderballen nämlich einfach so schwer sind, dass mein Trecker einfach vorne übergeht. Das sind die Silageballen allgemein. Bei Mario, also morgens Stream oder vormittags Stream haben wir grundsätzlich leider noch nie hinbekommen, weil, ja, Wochenende ist auch meistens einkaufen und dann müssen die Hunde dann am Wochenende sowieso immer groß raus mit Auto irgendwo hin und bei dem Wetter jetzt mal gucken, was wir da eigentlich machen. Ja, morgen ist ja aber auch bei uns ziemlich blödes Wetter wahrscheinlich. Ja. Ja, aber schön, dass du da warst, Mario. Ich dachte, du wärst schon weg gewesen. Bis wann auch immer. Bis zum nächsten Mal. Wir streamen sonst immer nicht so spät, so ab 15 Uhr manchmal auch, aber du bist wahrscheinlich eh schon nicht mehr da. Also, bye! So, ich muss mal ganz kurz. Dieke schreibt, die Zeit nehme ich mir. Hey, ja. Maria ist Mario. Aber so, was muss ich jetzt hier nochmal kaufen? Erstmal gucken, was fehlt mir denn hier. Ich habe Stroh und Heu. Das heißt, mir fehlt alles. Außer Stroh und Heu. Und beim Silage. Warum kann man hier eigentlich nicht... Gott, ich will den Käse nicht ins Heulager stecken. Warum nicht? Warum willst du das nicht? Wo finde ich denn nochmal das Mineralfutter? Gar nicht. Mineralfutter ist ja aber safe immer nur einer, ne? Ja. Ja, Pig, sehr geil. Ja, genau. Ja, wir haben bei uns im Garten schon alles hingelegt. Beim letzten Mal ist nämlich unser Basketballkorb durch die Gegend geflogen. Und ich musste in der Nacht von... Warte mal, heute ist Freitag. Gestern Nacht war es nicht. Die Nacht davor musste ich um 3 Uhr morgens raus. Weil hier so ein Zaun sich gelöst hatte. Und das hat so laut gegens Haus gedeppert, dass ich raus musste, um das wieder festzumachen. Aber ansonsten ist hier nichts passiert. Ich will das jetzt aber auch nicht so oft sagen. Oh, da geht's schon los. Guck mal. Jetzt muss ich irgendwie damit... Yay! Nein, jetzt bin ich komplett umgefallen. Okay, das war jetzt aber nicht... Okay, hast du ja. Das Gewicht hinten dran? Unangenehm. Ob ich das Gewicht hinten dran habe? Ja, selbstverständlich. Also nein. Bitte? <Okay. lacht> Kannst du denn von sowas ausgehen? Ja, Jamie hat mir jetzt, weil ich das tausendmal schon erwähnt habe, dass ich die ganze Zeit vorne überkippe, hat er mir dieses tolle Gewicht. Ja, das wiegt ungefähr doppelt so viel wie die Ballen teilweise. Hallo, warum? Hallo? Ja. Wie rum gehörst du denn? Was ist denn mit dir? Ich verstehe nicht. Kann man so ein Gewicht auch resetten?
Nee, wieso? Ich guck mir das kurz an. Ich guck mir kurz an, was da verbringst. Ja, ich glaube, der liegt auf dem Rücken, wenn das überhaupt geht. Nein, du bist von der falschen Seite da. Hä? Von der anderen Seite musst du gehen. Von hier? Ja, von hier mit Rücken. Da, oh, da mit Rücken. Ja. Das erinnert mich gerade an die Folge von DK. Na. Ja. Ja, ja, aber drücken. Hast du das nicht vorhin mitgekriegt, Big? Ich habe dann das Gewicht dran gemacht und habe mich dann Nein, nicht so weit. Oh, kannst du das bitte machen? Ich raste aus sonst hier. Ich habe hier meinen privaten Helfer. Danke. Nicht so schnell fahren. Dann ist das einfach. Oi, Blatt. Was ist das hier? Geh arbeiten. Nee, nicht. Also der wackelt auch immer noch mit Gewicht. Nicht. Aber nicht mehr so krass. Nicht. Na, ganz knapp. Ich kann aber auch ehrlich gesagt nicht mit diesem... Also Gabelstapler, okay, kriege ich gerade so hin, aber dieses Aufsatz hier... Was wird da so gegackert? Ich hat gerade geschrieben, James, mach mal das Gewicht, weil wir vorhin das hatten mit... Ja. Weil man... James ist so ein guter Meckername. Genau. Der James. Nein, bitte nicht den Wagen umkippen. Ich vergesse das immer. Jamie hat gesagt, ich darf das Mineralfutter nicht einfach reinschmeißen. Hallo, bitte lass los. Nee. Ich habe nämlich, eigentlich hat Jamie gesagt, er macht das. Nein. Doch, du hast Ich hab gar nichts gesagt. Beim nächsten Mal? Doch. Gar nichts. Doch, hast gar du. Gar nichts. Gar nichts. Ursprünglich, ich habe nämlich schon eine halbe Stunde im Stream hier diesen blöden Mischwagen beladen. Und dann habe ich gesagt, das nächste Mal machst du das, weil sonst sehen die Leute nur, wie ich hier die ganze Zeit so einen Eiertanz mache auf dem Parkplatz. Ups. Ups, ups, ups. Ah, der wird gut. Komm, der wird gut. Blärt, blärt. Ja, jetzt geht das nicht mehr. Ja, Dicke, du hast das vorhin verpasst, weißt du? Wir waren ja heute schon bei allen möglichen Themen. Wie alt ich bin, dann wie alt ich bin, dann wie alt Jamie ist und dann wie alt ich bin. Ja. Und zwischendurch, wie alt ich gleich nochmal war. Ja. So ungefähr war das. Und zwischendurch sind wir irgendwie beim Polnisch quatschen. Also weil, das wissen ja vielleicht nicht so viele, aber ich bin ja in Polen geboren. Und ich habe ja gar keinen Akzent mehr. Wird man ja so sonst vielleicht auch nicht... Och, geh weg. Also Jamie hat mir jetzt das Gesicht... Gesehen. Was? Ich hab dir ein Gesicht gekauft. Das ist aber vorbei, glaube ich. Boah, was ist denn dieser Gabel? Das geht da einfach nicht drauf. Oh nee, Jamie hat mir jetzt... Ja, ich hab dir ein Gesicht gekauft. Weiter. Jamie hat mir jetzt das Gewicht drauf gemacht. Von daher werde ich jetzt eh keine Stunts mehr machen. Aber normalerweise bin ich halt hier die ganze Zeit so auf Vorderreifen zu meinem Mischwagen gefahren. Und ja, ist schon spät, die Gilde. Kommt nicht mehr viel. Nicht mehr viel Gescheites, Blatt. Also 36,5. Es ist nah dran, sagen wir es so. Ja, ja, das... Nicht ich habe gesagt, wenn ich mein wahres Alter verrate, dann muss ich euch alle blitzdingsen, aber das geht ja nicht. Und deswegen... Big, wie alt war ich nochmal? Ist Big noch da? Big weiß es. Ja, Big weiß es. Er war nämlich da. Er weiß also auch, wie alt ich bin. Und dann waren wir beim Thema, ist ja eigentlich auch egal. Wie alt wir sind. Oder? Ja. Oh, ich hoffe, ich habe nicht schon so einen reingeschmissen. Ich muss mich mal kurz... Guck mal, deswegen... Ja, wie gewissen. Alleine schon die Gang. Du wurdest auch in Polen produziert, Leute. Was? Weißt du, was das Lustige ist? Ich weiß noch nicht mal DKs richtigen Namen.
Weil so kamen wir nämlich ursprünglich, Käse wird hier nicht angenommen. So kamen wir nämlich. Ich will den Käse in die Heulager tun. Ich habe die deutsche Sprache verlernt. Ja, wir sind nämlich so ursprünglich auf dieses Thema gekommen. Milena ist ja auf Polnisch Milena. Und eigentlich habe ich auch noch einen zweiten Namen, aber den verrate ich euch jetzt nicht. Und ich habe nämlich vorhin Polnisch gesprochen, weil Polnisch ist ja so eine schwere Sprache, das hört sich immer so an, als wenn man sich anschreit die ganze Zeit. Und wenn ich halt Deutsch rede. Das sagen auch Amerikanische über Deutsche. Ja. Dass die ganze Zeit rumschreien, wenn die reden. Genau. So, auf jeden Fall wollte ich das Gewicht die ganze Zeit nicht, weil guck mal, ich muss mich, um zu gucken, was jetzt drin ist und wie das mit der Mischration ist, muss ich mich halt immer wieder hier ein. Ja. Also den Anhänger mal wieder anhängen und. Ja, aber ist ja krass. Also du bist auch in Polen geboren. PK. Und. Aber mir fehlt noch. Was ist das? Ach Mist, die Silage. Naja, Dike, du weißt es ja. Wenn man Polnisch spricht, das ist halt mit Z und R und. Ne? So, zu diesem. Und dann haben natürlich gleich alle im Chat geschrieben: Oh, red mal Polnisch! Aber wer das nochmal sehen will, der muss zurückspulen. Klingonisch ist auch. Ja. Genau. Ich habe keine Ahnung, warum ich gerade hierher gefahren bin mit dem Käse und nicht zum Supermarkt. Aber hier können die Zuschauer mal und meine wunderschönen Gabelstaplerkünste sehen. Die Zuschauer? Ja. Toll, so viel Käse. Ja, das sind 9000 Liter. Das Geile ist halt, wenn man so viele Produktionen hat wie wir gerade, also das gibt jetzt gleich richtig viel Cash. Ich kann auch Polnisch. Oh, jetzt kommt Big wieder. Weißt du? Ja, genau. Big kann auch Polnisch, weil er kennt viele Polen. Und er arbeitet mit vielen. Ach, beides, glaube ich. Ja. Mit vielen Polen. Guck mal. Ey, was ist mit dir? Ich hasse einfach dieses Teil hier. Jamie hat zu mir gesagt, wir brauchen dieses komische, wie auch immer das heißt, um hier die Sachen zu verladen. Das geht auch alles hier mit diesem Aufsatz. Und deswegen stehe ich hier und quäme hier einfach einen ab. Waldenburg. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was das auf Polnisch ist. Aber krass. Und wenn ich fragen darf, mit wie vielen Jahren bist du denn hierher gekommen? Also ich bin, oh Gott, wie heißt denn meine Geburtsstadt? Oh Gott. Die weiß ich nicht mal mehr. Ja, genau. Die weiß ich nicht mal mehr auf Polnisch. Grom oder so, glaube ich. Ich weiß aber gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Also ich bin mit 7 hierher gekommen. Und habe beide Staatsangehörigkeiten. Hallo. Häng fest. Ob das wohl jemals noch eine vernünftige Futtermischung wird, Leute? Man weiß es nicht. Weil das Schwingus Dingus. Und da kriege ich immer von meiner Ciocia Bojena eine WhatsApp. Und die schreibt dann immer so diese ellenlangen Texte, wo ich immer gar nicht weiß, wer das eigentlich lesen soll, weil ich war in Polen niemals in der Schule. Und habe also auch nie richtig. Also ich kann schon lesen, aber habe nie richtig lesen gelernt. Ja. Big weiß Bescheid. Das mit Punkt, Punkt, Punkt hatten wir gerade schon. Big, der Kompaktlader, der kriegt die Ballen aber nicht hoch genug. Da muss man, der kommt nur ganz knapp daran. Okay, Jamie schon wieder viel weiter als ich. Achso, ab welcher Minute kam das? Das muss ich hören. Wie ich Polnisch spreche, meinst du? Oh Gott, weiß ich gar nicht mehr, weil wir einfach auch schon viel länger streamen, als wir wollten eigentlich. Hat aber, glaube ich, auch keine Ahnung. Ich habe auch nicht wirklich viel geredet. Sprichst du denn noch Polnisch? EK? Wir haben 55.000 bekommen. Yay, mega geil. Weiß ich leider gerade gar nicht mehr. Ja. Ich habe das hier so in Deutschland nicht mehr so mit den... Teleskoplader uns holen. Stimmt, hast recht, Weg. Ein Teleskoplader wäre vielleicht praktisch. Ja? Für mich? Ja. Nee, ich unterhalte mich mit Big über Spiel und du unterhältst dich mit
Dike über Polen. Okay, ja, ja, sehr gut, sehr gut. Ich wollte nur allgemein wissen, ob das hier fürs Verladen von dem Futter ist, oder? Also, ja, jein. Wir sind ja eigentlich immer Dauerpleite in diesem Spiel, deswegen haben wir uns jetzt sowieso ja erstmal nur die nötigsten Sachen geholt. Wir sparen jetzt gerade eigentlich auf eine größere Rübenerntemaschine. Du hast auch eine Tante Bojana. Also meine Mutter heißt Margojata, also auf Deutsch Margarete. Und meine Mutter hat 5 Geschwister. Ich muss nochmal kurz zählen. Ja, 5 kommt hin. Und naja, weißt du ja selber dann, wie das ist, ne? Mit die ganze Familie und so. Musst jetzt nochmal Silage holen. Oh, Bick hatte noch Russisch in der Schule. Ja, das hatte meine Mama auch noch. Ich kann auch Russisch. Ich kann auch Russisch. Privet. Mehr kann ich nicht. Achso, du redest ungern Polnisch, aber du kannst schon noch Polnisch. Okay? Ist das korrekt? Also, wie man es mir anhört, rede ich auch nicht viel Polnisch, aber einfach, weil hier niemand so wohnt, mit dem ich so quangeln könnte, außer halt meine Familie. Und hier in Deutschland sind nur meine Mama, mein Bruder und ich. Und der Rest der Familie ist noch in Polen. Deswegen rede ich mehr Deutsch. Das hat in Polen gelassen. Aber für dich, DK, Dobry wieczór, DK, witam cię, jak się masz? Okay, was mache ich hier schon wieder? Oh nein, der ist schon voll. Oh nein, und der ist noch hell. Das ist schlecht, oder? Sadoro. DK hat was auf Polnisch geschrieben. Guck dir das mal an. Ja, ich kümmere mich da kurz drum. Ich kümmere mich. Bitte steigen Sie aus. Dobrze, dobrze. DK. Oder fein hier. Ey, was machst du mit meinem Trecker? Ich sag ja, wenn ich Deutsch rede, habe ich so eine geschmeidige, nette, freundliche Stimme. Und wenn ich anfange, Polnisch zu reden, dann so ganz anders. Genau. Halt. Kannst du mal gucken? Weil normalerweise ist es sonst ja dunkel geworden. Ja. Teleskoplader, Milena. Ja, was kostet der denn, Big? Oder wolltest du, dass ich das auf Polnisch vorlese? Warte ganz kurz. Teleskoplader. Milena. Szybko, dawaj. Szybko, szybko. 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 Privet. Was fängst du eigentlich mit dem? Ey, wo fährst du denn mit den Beinen hin? Ich kümmere mich um Probleme. Okay. Und dann lässt du mich hier einfach stehen ohne Auto? Du kannst doch laufen. Du hast doch 2 gesunde Beine. Alter Verwalter. Kollege. Naja. War ja nur Spaß. Man kann sich ja hier. Oh nein, ich habe schon wieder diesen Helfer vergessen. Oh, der ist so nutzlos. Jetzt haben wir den einfach schon wieder bezahlt und der Anhänger ist nicht voll. Ja, da hast du aber nochmal Schwein gehabt, Kollege. Ne? Ansonsten schicke ich Big vorbei und der flucht dann ein bisschen, aber auch polnisch mit dir. Hey, Nanny oder Fanny oder wie du heißt. Ja, aus dem Weg. Hallo? Ich will hier doch im Stream nicht unseren Hund überfahren. So, Starova, das meintest du war Russisch, DK? Also lesen ist bei mir auch ganz schwierig, obwohl das ist ja ein einfaches Wort. Ich habe halt nie Polnisch lesen gelernt. Bei Big Spoon in der Firma ist jedes dritte Wort dieses tolle Wort. Ja, genau, Big, aber im Endeffekt, es gibt ja dahingehend, was das Schimpfwort jetzt angeht, ja. Ja, weil du kannst halt, ich kann das Wort halt nicht sagen, das ist dann so blöd, das zu erklären, aber du fluchst ja hier auch hier so scheiße, verdammt nochmal und keine Ahnung, das kann man halt mit diesem Wort machen, man kann aber auch eine spezielle Beleidigung und dann ist das auch dieses Wort. Ah ja, ist ja auch egal, so. Du hast keinen Akzent auf Polnisch, weil es diesen schlesischen Slang gibt. Achso, ja, also meine Familie in Polen sagt schlesischen Slang?
Nicht Schlang. Diesen schlesischen Schlang. Meine Familie sagt, ich habe halt einen deutschen Akzent, wenn ich in Polen bin, weil ich schon diese weiche deutsche Sprache so lange spreche. Was bedeutet das denn, Starowa? Weiß ich gar nicht, sag mir gerade gar nicht. Ey, wo fährst du denn mit dem Futtermischwagen hin? Ja, ich muss Probleme lösen. Ja, aber wie löst du denn die Probleme, wenn du einfach in irgendwelche Felder reinfährst? Also, Probleme lösen. Also, mir fällt gerade mal ein, dass wir seit 3 Stunden nicht gespeichert haben. Dann speicher. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. Hey, auf jeden Fall mega cool, dass ihr noch mit am Start seid. Keine Ahnung, wer außer DK und Big noch mit am Start ist, aber ist ja auch egal, selbst wenn nur ihr beiden dabei seid. Jo. Genau, beim Schimpfen ist es nämlich wirklich so, dass du, ja. No! Da kann man, oh, oh. Ich kann dir nicht mal helfen. Und ich frage mich immer noch, was du da eigentlich treibst. Ich habe gerade ein bisschen Heu ausgeleert. Ach so, das geht, das wusste ich gar nicht. Ja, ich hab, aber das geht halt nur auf unserem Grundstück, deswegen musste ich erstmal hierher fahren. Und jetzt kann ich ein bisschen Silage einfüllen. Und jetzt haben wir zwar Silage übrig, aber... Ah, jetzt ist es aber dunkel, sehr gut. Jetzt ist es dunkel. Ja. Jetzt ist es schön braun. Ja, Big, wir besorgen uns ein... ein dieses Gerät, da was du meinst? Was? Ach so. Okay, okay, okay. Ja, cool. Okay, also wir besorgen... Nein, beziehungsweise stimmt gar nicht. Ich muss mir erstmal angucken, was das überhaupt ist und ob ich damit überhaupt dann zurechtkomme. Der Teleskoplader ist im Prinzip wie... der Trecker hier, nur ein bisschen flacher, aber der hat einen ausfahrbaren Arm. Und ist schwerer, das heißt, der kippt nicht so schnell nach vorne und der kann halt, mit dem kann, musst du halt nicht so komisch irgendwie das da drüber halten. Sondern du kommst ganz einfach da, so hoch. Okay. Da wir jetzt in diesem Stream ein bisschen Geld wieder erwirtschaftet haben, was wir gerade vielleicht nicht unbedingt wieder ausgeben müssen. Doch eigentlich sparen wir auf die Rübenerntemaschine. Ach, wir sparen auf die große Rübenerntemaschine, ja. Weil ich kann mir gleich mal kurz angucken, wie so ein ganz okayer Teleskoplader kostet. Ganz okay, ja? Was ist das? Ganz okay, ja? Ja. Okay, im Angebot ist aber auch gerade nichts. Also, wir gucken uns das auf jeden Fall mal an. Ansonsten, ich hasse es einfach. Also, Kühe müssen ja sein, weil sonst kriegen wir unseren Kuchen nicht gebacken, aber es ist auch irgendwie nervig. Der Gerät, genau. Der Gerät. Ich habe schon wieder einen Faden verloren. Genau. Eigentlich machen wir das mit dem Kuhfutter auch abwechselnd, damit ich nicht die ganze Zeit da unten rumgammel, aber ja. Es gibt einen elektrischen Teleskoplader. Okay. Kann ich aber nicht. Kann ich nicht so wirklich viel mit anfangen. Was, wenn der elektrisch ist, was macht der dann? Sag mir mal, wo ich gucken soll, wo es den gibt. Cool. Also auf Teleskoplader. Ja? Teleskoplader. Eine Kategorie. Ja, muss ich ja erstmal finden. Da. Ja? Ja. Der dritte ist der elektrische. Und das weiß. Kann ich den doppelklicken? Ich weiß gar nicht, wie der dann funktioniert. So. Ach so, und hier kommt dann die Gabel dran. Und dann teile ich den Arm aus. Ja, Aufsätze. Und Aufsätze kannst du gleich auch mal bei den Geräten gucken. Da gibt es Verschiedenes. Da gibt es Frontladerwerkzeuge, Radladerwerkzeuge und Teleskopladerwerkzeuge. Da kannst du dir mal angucken. Da gibt es auch verschiedene Sachen für Ballen. Auf jeden Fall schon mal, ja. Sieht gut aus. So, und dann. Ja, aber wir brauchen ja einen für alles. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit den Aufsatz wechseln müssen. Ja, dann guck dir einmal bei den Geräten die Teleskopladerwerkzeuge an. Die sind in der vorletzten Reihe. Bei wo? Geräte? Geräte. Teleskopladerwerkzeuge. Achso, warte mal.
Ach so, warte mal. Ja, bei Geräte. Es dauert ein bisschen. Ja, Jamie kann Polnisch verstehen, aber halt auch nicht alles. Ein bisschen. Und er spricht halt umgangssprachlich so dieses. Aber ich muss auch ehrlich sagen, also ich kenne zum Beispiel auch die polnische Umgangssprache nicht und so. Und ich kann auch nicht, ich habe auch nie Schreiben und Lesen gelernt. Weil hier direkt dann halt schon auf Deutsch gewechselt. Ich bin halt mit 7 eingeschult worden, ohne Deutschkenntnisse in die erste Klasse und so. Und meine Familie redet aber auch Englisch, also wir reden dann alles durcheinander. Kuddelmuddel. Ja, Big. Es sieht schon geil aus. Der Teleskoplader. Gerät. So, wo drunter dann? Sorry, Jamie. Teleskoplader. Werkzeuge. Teleskoplader, wirklich. Vorletzte Reihe. Hä? Okay. Also die Palettengabel könnte ich dann auch nehmen. Da könntest du auch die Palettengabel nehmen, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte mich dazu entscheiden, das jetzt noch nicht zu entscheiden. Sonst würde ich das auch für mich gerne eigentlich nehmen, weil ja, ich finde den Teleskoplader eigentlich auch gut. Wofür denn? Was willst du denn damit verladen? Ja, wenn ich die Kuhsachen wieder machen muss. Ach so, guck mal, Big. So ist es dann auf einmal total einfach, ja? Weißt du, er hat die ganze Zeit keinen Bock, Kuhfütter zu mischen? Kühe zu futtern? Aber Hauptsache, ne? Wenn ein neues Gerät am Start ist, dann macht er es doch dann freiwillig. Ja. Ja, okay, dann gönn dir mal. Okay. So. Die müssten dann ja jetzt versorgt. Was machen wir jetzt eigentlich mit unserer Gülle? Können wir die irgendwo verkaufen? Weil langsam platzt das ja, hier klar. Aus allen Nähten. Du kannst es ins Güllefass nehmen und dann damit zur Biogasanlage fahren. Okay, ich glaube, das also, sollte. Da wir sehen mal die Leute. Auch mal ein bisschen was von der Map, wenn du das machst. Ja, Big, siehst du, so schnell geht das. Ganz rechts, relativ in der Mitte bei der Map ist die Biogasanlage. Ja, ich guck gleich nach. So. DK hat noch geschrieben, das kann ich auch nicht. Das war wahrscheinlich auf Lesen und dies, das und Schreiben und so. Okay, DK. Mega cool, dass du reingeschaut hast. Und dass du hier noch ein bisschen mit am Start warst. Und vielen Dank sowieso für so viele Däumchen, Leute. Mega geil. Nochmal Ausrufezeichen DKMJ. Auch wenn eigentlich gar keiner mehr da ist. Vielleicht irgendjemand, bitte. Ja. Und Dankeschön. Ich denke mal, wir werden jetzt auch so langsam ausmachen, weil ist ja das schon ein bisschen spät, sehe ich gerade. Ja. Ein richtiger Mann braucht ein Teleskoplader. Ja, ja. Oder zum Düngen nehmen. Ja, das Problem ist, wir kommen gar nicht dazu, zu düngen. Ja. Das habe ich nämlich eigentlich auch gesagt. Also als wir nur... Achso, ja. Gute Nacht, DK. Und gutes Gelingen für alles, was da bei euch noch so kommen mag. Bye, bye. Wo war ich? Düngen, ja. Als wir nur Feld 4 besessen haben, habe ich das tatsächlich auch noch geschafft. Ne? Hier habe ich ja den Güllewagen. Da habe ich das auch wirklich noch gemacht. Ich habe, bevor es hier dann jedes Mal losging, habe ich den einmal fahren lassen. Habe ich den Güllewagen einmal fahren lassen. Ja. Das hat aber lange gedauert. Und Es ist einfach tierisch aufwendig, weil ich mir auch gedacht habe, weißt du, wo sonst hin mit der Gülle, aber wir werden die dann einfach verkaufen, denke ich mal. Ja. Weil das halt auch schon, ich glaube, der Anhänger selber ist nämlich auch schon, dann haben wir das eingestellt, weil man kann das ja hier im Menü einstellen, dass der das aus dem, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, aber man kann das einstellen, dass der das aus dem Schweinestall herausnimmt. Kuhstall.
Sorry, Kuhscheiß. Siehst du, ich muss auf jeden Fall auch ins Bett. Wenn ich schon Schweine sehe in unserem Kuhstall, dann ist, glaube ich, alles vorbei. Aber warte noch kurz, bis ich dir den Teleskoplader zeige. Oh, Jamie hat jetzt noch den Teleskoplader. Weißt du, ich krieg das gar nicht mehr mit, dass das ganze Geld hier verschwindet. Wo fährst du denn hin damit? Ich laufe da kurz hin. Ich bin gerade auf dem Weg noch, einfach. Ich bin gerade erst bei den Gleisen. Der kann nur 15 km/h fahren. Was nur, okay. Ich bin dann oben. Okay. Komm ich hin. Obwohl, warte mal, warum kommst du eigentlich ganz mit dem? Wir brauchen den ja eigentlich nur auf dem Parkplatz. Egal. Kann ich schnell fahren. Schnell über die Straße. Ja, Leute, ich weiß auch nicht. Wartest du? Nein, ich bin unten. Wo unten? Oder bist du schon abgebogen? Nein, wo bist du unten? Ich bin hier bei den Schweinen. Nein, bei den Kühen. Ich bin hier bei den Kühen. Das ist ein toller, schöner Tag hier heute gerade, ey. Nicht mal Regen oder so, ne? Richtig nice. Was haben wir denn im März? Ah, sehr cool. Ja, nee. Ich glaube nämlich, dass wir dann auch... Also ich gucke mir jetzt noch an, was Jamie da gekauft hat. Das Aufsatz. Aber der eine Trecker hat ja extra immer jetzt die ganze Zeit diesen Aufsatz gehabt, damit wir das halt immer damit machen können. Du kannst gleich auch einmal ausprobieren, was du mit dem alles machen kannst. Also du kannst... Ja, wenn es sein muss. Runter, Aufsatz hoch und runter, Gabelabstand ändern und ganz wichtig halt, du kannst halt den Arm ausfahren. Ja, wenn du denn irgendwann mal hier ankommst, dann werde ich das vielleicht auch noch ausprobieren. Ich bin jetzt bei der Schreinerei. Das heißt, ich bin gleich beim Schweinestall. Ah, ich kann schon meine, zumindest schon mal deinen Namen sehen. Da kommt es angetuckert. Eigentlich hätte der da aber wirklich stehen bleiben können. Ich hätte mich auch dahin teleportieren können. Oh, Vorsicht. Alles gut. So. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, die Farbe. Sie können sich hineinsetzen und probieren, was sie damit machen können. Sie? Können Sie das wirklich? Okay. Mit Maustasten gedrückt halt, meine ich. Oh. Hey, hallo. Och, ja, aber warte mal, wie kriege ich das dann so? Muss ich das dann... Oh. Guck mal, wie weit hoch und wie weit runter du es machen kannst. Oh, ups. Guck mal, wie weit hoch du es machen kannst. Ja. Und ich verstehe. Und du kannst noch mit, wenn du, ich glaube, eine andere Maustaste dann gedrückt hältst. Ja, die rechte. Ja. Mega ja, das cool. Das ist der Gabelabstand und dann nochmal andere Richtung mit der rechten Maustaste. Was anderes? Nee. Du bewegst jetzt. Ja, das meine ich. Ach so. Das ist aber, dann muss man die ganze Maus bewegen mit. Ja. Also nach oben und nach unten, nicht nach rechts und nach links. Ja. Mega geil. Cooles Teil. Ja, deswegen heißt es auch Teleskoplader, weil. Ja. Ausfahrbar, Teleskop und so. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich kann sogar ziemlich weit ausfahren. Ja. Das ist ein ziemlich nicer Teleskoplader. Warum? Achso, ja, weil wir kein Geld hatten am Anfang, genau. Ja. Ja, und so. Wir könnten theoretisch. Auf unseren Kuhstall das jetzt drauflegen, das Essen. Na, ja, da halten die Kühe vielleicht nicht so viel von. Und der hat Allradlenkung, das heißt, Wendekreis ist gering. Ja, mega cool. Das waren jetzt sehr viele technische Informationen für keine Ahnung wen. Ja. Ja, ist auf jeden Fall cool. Das bedeutet halt jetzt, dass wir uns trotzdem abwechseln und ich nicht die ganze Zeit das Kuhfutter mache, nur weil du das jetzt gekauft hast. Bitte, danke. Tschüss. Und Hundgang. Bitte? Das ist jetzt gerade der Hundgang links. Was auch immer. Ja, meine Reifen sind dauerhaft so ein bisschen schräg. Achso, ja, okay, Leute. Ah, jetzt ist es langsam müde. Ach, der Bot ist auch noch am Start, ja. Okay, boah, einfach, wir werden noch 6 Zuschauer angezeigt. Ja, und schick ist es natürlich 12 auch noch. Daumen. Bitte? 12 Daumen. 12 Daumen. Vielen Dank für die Däumchen. Ein Däumchen ist ein Träumchen. Ja, der ist nicht nur schick, der ist auch ziemlich praktisch, wollte ich eigentlich sagen. Jamie hat den gerade nochmal hier komplett
alles, was der so kann und dass der einen ziemlich kleinen Wendekreis hat, dies, das alles nochmal gezeigt. Ich habe mir das auch nochmal angeguckt. Mega cooles Teil, aber man hat halt am Anfang nicht so viel Geld, ne? Weil, keine Ahnung, das erste Feld hat... Guck mal, ich kann Breakdancen. Oh yeah. Für das erste Feld hier mussten wir hier irgendwie einfach schon, ich glaube, 400.000 oder was zusammensparen. Das war schon ziemlich hardcore. Jo, ja. Sehr cool. gut, bevor Jamie hier jetzt noch den Bauernhof schrottet. Ich habe auch einfach schon, ja. Aus meinem Mund kommt nur noch Wortgulasch, ey, weißt du, ich will schon... Gulaschwort. Ich will schon sagen, bevor er hier den Bauernhof, den Bahnhof schrottet, meine ich, und es ist einfach... Was, den Bahnhof? bei mir ist Feierabend, ich muss ins Bett, und vor allem muss ich was trinken, weil durch das ganze Gesappel... Es ist trockene Gusch, muss was trinken... Mega cool, Pink, dass du mit am Start warst. Mega cool, ja. Total cool. Und für dich auf jeden Fall weiterhin gute Besserung. Und wir sehen uns ja vielleicht, oder schreiben, hören uns, keine Ahnung, wie auch immer, morgen. Daddy versucht morgen, den Stream anzuschmeißen. Über die PS5. Die hat aber beim letzten Mal irgendwie... Ich weiß gar nicht, wann wollte er da nochmal streamen? Keine Ahnung mehr. Keine Ahnung, also ja. Morgen... Das wird nicht besser im Alter oder jetzt gerade im Moment, meinst du, Big? Also morgen spielen wir auf jeden Fall, Big. Wir spielen morgen Fall Guys, morgen Abend. Ob der Stream jetzt funktioniert oder nicht, spielen wir trotzdem, haben wir gesagt. Also offline oder online, whatever. Und ich habe kurz überlegt, ich probiere das mal morgen aus, ob ich nicht auch eventuell spontan nebenbei streamen könnte. Ob das überhaupt klappt, weil ich habe keine Elgato. Die Rob. Rob hat, glaube ich, eine Elgato. Also ich habe die PlayStation 4. Mit dem reden heute nicht. Ist ganz schlimm, Big. Also mit dem... Ich habe eine PS4 und spiele aber eigentlich alles am PC und habe die PS4 bislang immer an meinen PC-Monitor angeschlossen gehabt. Und das habe ich jetzt alles ein bisschen geändert und vielleicht könnte ich ausnehmen. Aber ich hoffe einfach, dass es bei Daddy klappt, weil dann kann ich mich einfach aufs Spielen konzentrieren. Wir müssen ja ein bisschen Punkte machen bei Fall Guys, ne? Hey, wir haben heute gar nicht unsere Herausforderung gemacht. Oh. Oh. So. Ja, Goodie. Dann vielen Dank auch an alle, die sonst noch da waren und die gedäumelt haben und die... Ja, war total lustig heute. Ja. Ja, Big, das könnte ich auch. Ich könnte auch direkt mit der PS4 streamen. Das möchte ich aber nicht. weil ich finde das irgendwie schöner, wenn da vorher noch so, ja, wenn man so seine, wie heißt das eigentlich? Genau. Naja, so den Anfang und Pause und Gulaschwort. Und Ende, wenn man das halt so machen kann. Gulaschwort. Zur Not könnte ich natürlich auch über die PS4 streamen. Aber wir streamen so. Ich weiß ja nicht, ob du die Problematik beim letzten Stream bei Daddy mitbekommen hast. Wir streamen so, dass wir alle im Discord im Sprachchat sind, weil die PlayStation 5 gibt nicht den Wiedergabeton von der PlayStation 4 ab. Also sprich, wenn Monsterkeks mit Daddy in einer Party ist, dann hört man sie nicht. Das haben die beim letzten Mal nicht hingekriegt, deswegen spielen wir... Oh. Der Mund wird einfach immer trockener. Ist ja auch egal. Vielleicht bist du ja morgen auch mit am Start, vielleicht hast du ja auch Bock mitzuspielen, wäre auf jeden Fall cool. Rob hat sich, glaube ich, auch noch gar nicht gemeldet, von daher. Wir spielen, wie gesagt, so oder so, ist ja eigentlich egal, ob wer streamt oder nicht, aber wenn es klappt, ist ja supi. So. Und ja, wir suchten so nebenbei jetzt halt ein bisschen Fall Guys, deswegen sind wir auf jeden Fall mit am Start und vielleicht bist du auch mit am Start und ansonsten gute Besserung und schön, dass du dabei warst und schön, dass auch alle anderen dabei waren und auch immer noch, wer da gerade zuguckt, schön, dass auch ihr dabei wart. Super. Die nicht schreiben, einfach nur mit am Start sind, ist ja auch super toll und ja. Wir werden uns dann jetzt hier von euch verabschieden. Hoffe natürlich, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und tschö mit Ö. Tschüss.